Okay, also ich bin Wolf-Mirko Weinreich oder diese Körpergefühlsverstandesmaschine reagiert auf den Namen Wolf-Mirko Weinreich. Bin 61 Jahre alt, in der DDR geboren in Magdeburg, war da ein bisschen Dissident, habe nach der Wende, die ich hier in Leipzig kräftig mitgemacht habe, 7 Jahre in spirituellen Zentren gelebt, danach Psychologie, Ethnologie und Religionswissenschaft studiert und war dann in Kliniken und bin seit ein paar Jahren selbstständig als Psychotherapeut. Das darf ich nicht sagen, weil ich keine Standardausbildung habe. Also ich bin lieber Seelentherapeut. Das ist kein geschützter Begriff. Seit meinem 14. Lebensjahr interessiert mich das Thema, oder das ist so meine Lebensfrage, was ist eigentlich Bewusstsein? Und da habe ich alles ausprobiert, was man machen konnte. Also bin auch Psychonaut, eben 7 Jahre zum Beispiel in spirituellen Zentren und Drogen, was man kriegen konnte in der Wendezeit etc. Und außerdem interessiert mich natürlich auch ein theoretischer Hintergrund und da bin ich dann irgendwann auf Wilber gestoßen und habe mich viel mit Wilber beschäftigt, mehrere Bücher geschrieben in diesem Kontext. Ja, falls irgendjemand früher gehen muss, da hinten sind Karten von mir. Ich arbeite im Moment nicht als Therapeut, weil ich gerade wieder schreibe. Also meine Praxis ist geschlossen, aber da ist eine E-Mail-Adresse www.integrale-psychotherapie.de. Da findet ihr im Download im Prinzip alles, was ich heute sage oder nicht gesagt habe, nochmal mit Abbildungen und wohl überlegten Texten zum Durchlesen. Das Aktuellste, was da steht, ist zum Beispiel 16 Seiten Corona aus integraler Sicht, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil alle beschäftigen sich damit. Ich wollte mich nicht damit beschäftigen, aber dann hat jemand einen so dummen Artikel geschrieben, dass ich dachte, darauf muss ich reagieren und habe mich dann doch damit beschäftigt. Gut. Das ist der ganze Wilber, der hat so viel Zeug geschrieben, also ungefähr so viel steht in meinem Bücherschrank, aber man kann es auch mit einem Blatt sagen. Man kriegt das also alles auf ein Blatt. Wichtig ist hier jetzt schon mal dran, dass ihr euch so ein bisschen die Farben merkt. Es gibt also einmal Cyan, Magenta, Weiß für die Zustände. Es gibt die Grundfarben für die Quadranten. Es gibt Regenbogenspektrum für die Ebenen. Das ist erstmal alles, was ihr zu dieser Abbildung wissen müsst. Und wenn wir Glück haben, sind wir am Ende wieder bei dieser Abbildung und dann wisst ihr, was das alles zu bedeuten hat. Ken Wilber ist der Philosoph dahinter. Der ist 71 Jahre, ich kann mir das gut merken, weil der immer 10 Jahre älter ist als ich, lebt in den USA und hat irgendwann angefangen, das Gesamte, der hat so ein fotografisches Gedächtnis und ist richtig intelligent. Dagegen sind wir höchstwahrscheinlich, falls hier nicht auch so ein Hyperintellektueller ist, alle so Waisenknaben dagegen, der liest so am Tag 3 Doktorarbeiten und hat irgendwann angefangen, die Strukturen hinter dem zu suchen und hat ein Bewusstseinsmodell entwickelt, ein fünfdimensionales Bewusstseinsmodell, was diese Welt bisher erschöpfend beschreibt oder zumindest so gut beschreibt, wie es kein anderes Modell macht. Und zwar nicht, weil er versucht, die Welt zu beschreiben, wie das Physiker und Philosophen und sonst was tun, sondern weil er die Frage stellt, wie muss ein Bewusstsein beschaffen sein, um die Welt so und so wahrzunehmen. Also er guckt nicht auf die Welt, sondern er guckt auf denjenigen, der versucht, die Welt zu interpretieren. Und hat halt festgestellt, dass alles, was je gedacht wurde, Sinn macht, hat es aber eingegrenzt. Es gibt so zwei Sätze von ihm, die so sein ganzes Schaffen prägen. Nobody is smart enough to be wrong all the time. Also niemand kann sich ständig irren. Alles, was je gedacht worden ist an Wissen, hat irgendwo ein Fünkchen Wahrheit. Und true but partial, also oder partial, ich weiß nicht, ich bin nicht gut in Englisch. war aber nur zum Teil. Also alles, was wir wissen können, ist wahr, aber immer nur zum Teil. Daraus ist halt ein inhaltsloses Strukturmodell entstanden, was wir eben schon abgebildet gesehen haben, was im Prinzip sich aus
fünf Dimensionen zusammensetzt, Ebenen, Quadranten, Linien, Typen und Zustände. Also wenn ihr hier rausgeht und so eine ungefähre Idee davon habt, was Ebenen, Quadranten, Linien und Zustände und Typen sind, dann war dieser Vortrag voll erfolgreich. Bevor wir uns dem eigentlichen Modell zuwenden, muss ich erstmal ein bisschen was über Wirklichkeit sagen. Es gibt also mehrere Vorstellungen der Wirklichkeit. Die meisten Menschen sind naive Realisten, die sagen, okay, das, was ich sage, ist das, was ist. Das, was ich sehe, ist das, was ist. Also wenn ich dort ein rotes Kissen sehe, dann existiert das. Auf der Gegenseite gibt es die radikalen Konstruktivisten, die sagen, die Welt existiert nirgendwo anders als in unserem Kopf, also da draußen ist gar nichts. Alles, was wir benennen können, das bilden wir uns ein. Und die Wilbersche Theorie gehört mit kritischen Realisten, zur Gruppe der kritischen Realisten, der sagt, draußen ist etwas außerhalb unserer Wahrnehmung, aber wir modulieren es durch unsere Interpretation. Also wenn wir bei dem roten Kissen bleiben, es kann sein, dass jemand hier keine roten Farbzäpfchen in seinen Augen hat und deshalb dieses Kissen in einer objektiv völlig anderen Farbe wahrnimmt als wir alle, als der Rest der Gruppe, die hier sitzen. Aber weil er gelernt hat von seinen Eltern, dass alles, was so aussieht, egal wie es aussieht, weil die Eltern wissen ja auch nicht, was derjenige sieht, dass das rot ist und dass rot eine schöne Farbe ist, werden wir hier alle höchstwahrscheinlich sagen, oh, das ist aber ein schönes Rot. Es kann aber sein, dass unsere individuelle Wahrnehmung eben je nach Augenbeschaffenheit eine völlig andere ist. Es gibt also schon mal eine erste Wirklichkeitskonstruktion, die dadurch zustande kommt, wie wir Wahrnehmungen in unserem Bewusstsein umsetzen, erstmal auf rein biochemischem Wege, was wir also tatsächlich sehen. Dann gibt es eine zweite Wirklichkeitskonstruktion dadurch, dass wir normalerweise unsere Wahrnehmung sofort mit Sprache belegen und dadurch Trennungen erschaffen. Also in dem Moment, wo ich rotes Kissen sage, ist völlig klar, trenne ich dieses rote Kissen aus dem Luft-Kissen-Matratzen-Fußboden-Kontinuum. Eigentlich ist das eins, aber unsere Sprache dient dazu, die Dinge zu zerhacken und außerdem mit Bedeutungen zu belegen. Also rot nennen wir normalerweise schön. Wenn dort eine vertrocknete Pflanze steht, würden wir sagen, oh, die ist aber arm dran. Also wir belegen es sofort mit Wertungen. Und wissenschaftliche Theorien machen im Prinzip dasselbe, aber sie sprechen sich genau ab. Also das, was in unserer sekundären Realitätskonstruktion eher instinktiv passiert, dass alle zum Beispiel rot schön halten, ist in der Wissenschaft ein bisschen anders. Man legt genaue Kriterien fest, damit alle sich möglichst letztendlich über dasselbe unterhalten. Und grundsätzlich zur integralen Theorie ist zu sagen, es ist keine Offenbarungsreligion. Es sieht sich in sich selber als eine wissenschaftliche Theorie, die auch jederzeit hinterfragt werden kann, angezweifelt werden kann, erweitert werden kann, entwickelt werden kann. Das tut sie sowieso, entwickelt sich ständig weiter. Und Theorie, hat Eckhard von Hirschhausen mal gesagt, ist immer der aktive Stand des Irrtums. Und insofern ist eine Theorie niemals eine Wahrheit, sondern geht es bei Theorien immer, wie gut ist sie geeignet, die Wirklichkeit zu beschreiben. Und ich habe bisher noch keine Theorie gefunden, die der integralen Theorie das Wasser reichen konnte. Und ich habe mich schon mit ziemlich vielen Theorien auseinandergesetzt, mit Marxismus und Spiritualität und allem Möglichen. Und bisher hatte keine Theorie wirklich diesen umfassenden Anspruch wie die Wilbersche Theorie. Jetzt gucke ich mal, ob ich nichts vergessen habe. Ach so, genau. Für eine Theorie ist auch ganz wichtig natürlich die kulturelle Prägung. Jedes Kind zum Beispiel, bin ich überzeugt davon, weil ich konnte es und wer sich weit genug erinnern kann, kann es höchstwahrscheinlich bestätigen, kann zum Beispiel Aura sehen.
Ich glaube, das ist auf frühen Ebenen der Entwicklung was ganz Normales, dass man, weil man noch keine festen Konzepte im Kopf hat, mehr wahrnimmt, als man dann als Erwachsener wahrnimmt. Und in unserer Gesellschaft ist Aurasehen irgendwie ein bisschen eso und wird komisch angesehen. Und deshalb werden die meisten Kinder das wieder verlernen. Es ist nicht nötig. Es gibt sowas, DV-Network nennt sich das, DV-Mode-Network im Gehirn, das alles aussortiert, was nicht wirklich benötigt wird. Und weil Aurasehen in dieser Gesellschaft keine wichtige Rolle spielt, wird das dann irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Wir nehmen also ca. 20% von dem wahr, was also kommt bei uns im Bewusstsein an, was wir unbewusst wahrnehmen. Ich mache, wenn ich in Therapiesitzungen bin, zum Beispiel immer gerne die Übung, dass ich die Leute darauf aufmerksam mache, dass ständig Autos draußen vorbeifahren, dass sie die einfach nicht wahrnehmen, weil in dem Raum, man hört sie in dem Moment, wo man darauf achtet, natürlich, aber ansonsten werden die völlig ausgeblendet. Ja? Und so ist das halt auch für unsere Realität, dass wir einfach eigentlich viel, viel mehr wahrnehmen könnten, als wir wahrnehmen. Und es gibt bestimmte Methoden, zum Beispiel Meditation oder Ähnliches, wo genau das versucht wird, dass dass das Default Mode Network gedimmt wird oder ganz ausgeschaltet wird und man die Welt plötzlich zumindest so weit wahrnimmt, wie man sie überhaupt mit seinen biologischen Wahrnehmungsorganen wahrnehmen kann und nicht schon vorher alles Mögliche aussortiert. Für eine wissenschaftliche Theorie ist also wichtig, wie gut sie die Wirklichkeit beschreibt, und das kann sie genauer oder weniger genau tun. Letztendlich kommt es immer nur auf den Nutzen an. Was kann man damit machen? Und ich habe festgestellt, dass man mit der integralen Theorie sehr viel machen kann, weil alleine durch das Einsortieren, Wilber nennt es die kosmische Adresse, jedem Phänomen, was einem begegnet, eine kosmische Adresse eben auf den Ebenen, Quadranten, Linientypen oder Zuständen zu geben, kriegt man einen Sinn in das Bild. Bevor ich Wilber kennenlernte, war meine Realität ziemlich durcheinander. Ich habe mich mit allem Möglichen beschäftigt, mit Quantenphysik und Spiritualität und Sprache und allem. Und es hatte überhaupt keine Ordnung. Ich wusste nicht, was das miteinander zu tun haben soll. Ich war meditierender Marxist und was man so alles durcheinander machen kann. Und durch diese Theorie ist eine Ordnung reingekommen. Wilber hat also angefangen, bestimmte Kriterien aufzustellen, und dann wird das Bewusstsein plötzlich wie ein großer Schrank, wo man die Sachen einordnen kann. Und man sieht hier, es gibt größere und kleinere Fächer. Also dieser Schrank ist nach Größe geordnet. Das wäre zum Beispiel ein Kriterium. Und wenn wir unsere Murmeln nehmen, hier sind sie nach Farben und Größe geordnet, dann kommt plötzlich in das, was vorher wie ein hingeworfener Haufen bunter Perlen aussah, eine Ordnung. Und es ist eine fraktale Ordnung. Also im Prinzip bis auf Einzahl, Mehrzahl benutzt Wilber ständig das Spannungsfeld zwischen Geist und Materie und dekliniert das in verschiedene Richtungen. Und ja, dadurch entsteht eine Ordnung. Mach mal weiter. Und fraktal ist sie deshalb, wir haben vorhin schon mal Quadranten gesehen. Man kann zum Beispiel Quadranten in Quadranten in Quadranten machen. Weiß jemand nicht, was Fraktale sind? Muss ich erst mal fragen. Also Fraktal ist eine mathematische Funktion der Selbstähnlichkeit. In einem Romanesco-Kohl? Romanesco-Kohl zum Beispiel, da kann man das sehr gut sehen, dass ein bestimmtes Prinzip immer wiederkehrt auf immer neueren Dimensionen. Und hier zum Beispiel haben wir auch Quadranten in Quadranten in Quadranten, beziehungsweise hier haben wir zum Beispiel, das kommt nachher noch genauer, Entwicklungslinien und Entwicklungsebenen, und natürlich die Körperwahrnehmung als Entwicklungslinie entspricht dem physischen Selbst als Bewusstseinsebene. Und wir haben hier unten also dann die Materie, dort den Geist, und sehen, dass das Gleiche, im Prinzip die gleichen Grundinhalte in verschiedenen Dimensionen immer wiederkehren.
Ich hätte auch die Zustände nehmen können oder sonst was. Es geht immer um das Spannungsfeld Geist und Materie. Und deshalb ist diese Theorie also eine der sparsamsten Theorien, die man sich überhaupt vorstellen kann. Obwohl der so viel Zeugs geschrieben hat, aber das meiste ist halt Anwendung. Also die gesamte Evolution ist im Prinzip von einem unendlich, aber das kommt gleich, glaube ich, auch noch auf einer eigenen Folie, von einem unendlich kleinen Materiepunkt zu einer Ausdehnung des Universums und einer Zunahme an Bewusstheit. Das ist eigentlich die Grundrichtung der Evolution, die hier schon angedeutet ist. Hier habe ich mal die Quadranten, aber die Linie zwischen Einzahl und Mehrzahl. Natürlich sind wir Systeme in Systemen in Systemen. Also auch ich als Person bin ein Psyche-Körper-System, was im Gehirn auch wieder bestimmte psychische Funktionen hat etc. Ich könnte aber zum Beispiel auch die Familie als kleinste Einheit nehmen oder ein Volk als kleinste Einheit. Also ich könnte diese Linie auch verschieben. In dem Moment, wo es um Menschen geht, benutzt Wilber also die Einzahl, zum Beispiel diese Person hier, und die Kollektive, die anderen, also zieht die Linie hier. Grundsätzlich gibt es aber nur Systeme, dass das nochmal deutlich ist, auch wenn wir nachher von Einzahl und Mehrzahl reden. Genau, es gab irgendwann mal eine Anfangssingularität, also selbst wer die Quantenloop-Gravitationstheorie vertritt, war es auch sehr komprimiert, dieses Universum. Auf jeden Fall wissen wir, dass in den letzten 13 Milliarden Jahren dieses Universum sich ständig ausdehnt, die Unordnung nimmt zu, aber gleichzeitig gibt es eine Evolution zu immer mehr Komplexität. Also ursprünglich, direkt nach dem Urknall, gab es ein unendlich heißes Plasma, was sich extrem schnell ausgedehnt hat. Daraus entstanden die ersten Elementarteilchen. Atome, Moleküle, ersten Zellen, mehrzellige Organismen, Tiere, Pflanzen, Tiere, Menschen. Es gibt also eine Evolution zu immer mehr Komplexität und gleichzeitig eine Ausdehnung des Universums. Das ist das, was wir ganz physikalisch feststellen können, wenn wir an den Himmel gucken, was einfach, egal wie die Anfangssingularität aussah, ne, wo sich die Wissenschaftler streiten. Also das Standardmodell mit Urknall ist längst nicht das einzige, aber und die Endsingularität weiß man auch nicht, ob das Universum mal zerreißen wird, sich unendlich aufblähen wird oder in sich zusammenstürzen wird. Da streitet man sich auch noch, weil Singularitäten sind jenseits unseres Ereignishorizontes. Das heißt, sie sind jenseits unserer Wahrnehmung. Wir können darüber nur spekulieren. Diese Evolution wird von mir immer als Pfeile dargestellt, weil das ist grafisch am besten machbar, aber eigentlich könnte man sie auch als Spirale darstellen. Und wenn man ganz genau wäre, müsste man diese Spirale sich auch noch verzweigen lassen, eher wie so ein Baum, der sich immer mehr verästelt, der also aus einem Ursprung kommt und immer mehr Äste ausbildet. Diese Evolution ist dadurch gezeichnet, das sind jetzt übrigens die Entwicklungsebenen, das ist die erste Dimension, ne? Dass es eine Zunahme an Qualitäten gibt, die jeweils von der nächsthöheren Ebene inkludiert werden und dass sie hierarchisch ist. Also die tote Materie, Elementarteilchen und Atome lassen sich mit der Physik beschreiben. In dem Moment, wo diese miteinander anfangen zu reagieren, reicht die Physik nicht mehr aus. Es ist chemische Reaktionsfähigkeit, setzt also, braucht die Chemie, die das beschreiben kann, dann irgendwann werden Zellen draus, dann braucht es die Biologie. Es gibt also eine zunehmende Komplexität und eine Zunahme an Qualitäten, weil eine Zelle zum Beispiel hat immer noch chemische und physikalische Eigenschaften, aber Chemie und Physik reichen zum Beispiel nicht mehr aus, um diese neue Qualität zu beschreiben. Und Wilber nennt ein Gedankenexperiment. Das heißt also, die Evolution im Universum ist hierarchisch vom Einfachen zum Komplexen. Und das Gedankenexperiment beschreibt, dass wenn ich eine Ebene rausnehme, alle Ebenen darüber in sich zusammenstürzen und alle Ebenen darunter unberührt bleiben. Also wenn ich sämtliche Zellen im Universum vernichte, sind Moleküle,
Atome, Elementarteilchen nicht davon betroffen, aber alle Einzeller und höherzelligen Lebewesen wären sofort tot. Das heißt also, offensichtlich bauen die darauf auf. Mach mal weiter. Das findet nicht nur im physischen statt, sondern auch im psychischen. Das beste Beispiel, das sind hier die Bewusstseins-, die Ebenen der kognitiven Entwicklung nach Piaget, Lehrer, Psychologen, sonst was, ist hier jemand drunter, wird sofort sagen, kenne ich. Ne? Also das sind auch wir als Menschen entwickeln uns. Wer Kinder hat, kann das zumindest auch ohne diese ganzen schweren Begriffe zu kennen an der praktischen Entwicklung sehen, dass Kinder zum Beispiel Entwicklungssprünge machen, Pubertät oder Trotzalter und so weiter. Das kann man also dann mit solchen Fachbegriffen belegen. Ich komme eben selber als Psychologe so aus dieser Ecke und benutze deshalb öfter mal Beispiele aus dem Umgang mit Menschen. Diese Theorie wird andererseits zum Beispiel inzwischen viel in der Wirtschaft zur Kapitalismusoptimierung benutzt, weil zum Beispiel jede Ebene andere Formen der Kommunikation hat. Und wenn ich zum Beispiel einschätzen kann, auf welcher Ebene meine Mitarbeiter sind, dann weiß ich genau, wie ich die ansprechen muss. Also und kann damit also das Maximum rausholen. Also das hat, diese Theorie hat sehr praktische Auswirkungen, werden da noch zukommen. Genau, das hier ist die klassische, aus der Spiritualität bekannte Philosophia Perennis, Materie, Leben, Vernunft, Seele, Geist und hier nochmal die jeweils assoziierten Wissenschaften und diese Philosophia Perennis ist falsch. Aber sie war halt die Grundlage, sie war das erste System, was halt im alten Griechenland bis hin zur Scholastik im Mittelalter diese Evolution über die Ebenen beschrieben hat und sie ist unvollständig und deshalb mach mal das nächste. In der Renaissance, also 1500, als die Renaissance aufkam. Das Wesentliche der Renaissance ist, außer dass es eine neue Bewusstseinsebene, eine kollektive Bewusstseinsebene der Menschheit ist, dass sich die damaligen Wissenschaftler gegen das Primat der Theologie wandten, alles theologisch erklären zu wollen. Und sie führten, und Descartes ist da der Name, der immer wieder genannt wurde, die Trennung Geist Bewusstsein und Materie, Geist und Materie ein. Und daraus entstanden die beiden Hauptwissenschaftsrichtungen, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Die Geisteswissenschaften waren natürlich bis vor 100 Jahren fast ausschließlich von der Theologie belegt. Inzwischen gibt es noch deutlich andere Geisteswissenschaften. Also Sprachwissenschaft hat vor 100 Jahren noch keiner gemacht oder Psychologie. Ja. Aber die Naturwissenschaften entwickelten sich sehr schnell, die einfach sagten, das ist uns alles egal. Das Problem, was aus dieser Trennung kam, war, wie gehören Geist und Materie zusammen? Und es bildeten sich die beiden großen Lager, die Materialisten auf der einen Seite, die Idealisten auf der anderen Seite. Die Idealisten sagten, ja, Geist war schon immer da, nämlich Gott und alles, was in der Welt entsteht, das ist nur ein Epiphänomen und die Materialisten sehen es grob gesagt genau andersrum. Es gab den Urknall und Materie und es ist reiner Zufall, dass sich Bewusstsein entwickelt hat. Es könnte auch ein dummes Universum geben. Und ein Bewusstsein ist einfach ein Epiphänomen der Materie. Und das ist ein Problem, was bis heute nicht gelöst ist. Und die erste wirklich überzeugende Lösung, die ich dafür erlebt habe, ist Ken Wilber, der eben sagt, Geist und Materie hängen immer zusammen. Das eine ist die Außenseite und das andere ist die Innenseite. Und der Grad der Bewusstheit ist abhängig von der Komplexität des Körpers, der Materie. Warte mal,
Genau, hier haben wir das so ein bisschen. Hier haben wir nochmal genau diese, und zwar schon getrennt in Bewusstsein und Körper, die Entwicklung der Materie von der normalen Totenmaterie über Körper, Neokortex, Neuronenverschaltung bis zum komplexen Nervenverschaltung. In der Materie Protobewusstsein im Körper, Empfindung und Emotionen, das können wir schon an Pflanzen sehen. Der Neokortex ist mit dem Verstand assoziiert. Bestimmte Neuronenverschaltungen führen dann zu dem, was Seele ist. Und mit einem sehr komplexen Nervensystem können wir dann Geist erleben. Auf Deutsch, ja, ein Hund hat auch Buddha-Natur, aber er wird niemals fähig sein, diese zu erkennen. Also das ist eine menschliche Fähigkeit, Eigenschaft, vielleicht auch noch Delfine oder nicht menschliche, außerirdische Lebewesen, aber alles, was ein bisschen einfacher gestrickt ist als wir Menschen, wird dazu keine Möglichkeit haben. Und es ist insofern ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen, damit es nicht als ein Panpsychismus rüberkommt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, Steine können auch denken, fühlen und so weiter. Wenn sie sich denn ausdrücken könnten, können sie es uns zeigen. Wilber sagt, nein, ganz klar, jede Evolutionsebene hat ihre eigene Form der Bewusstheit. Und deshalb hat ein Stein, der einfach nur eine Zusammenklumpung von Molekülen ist, niemals die gleiche Bewusstheit, die zum Beispiel ein Mensch oder schon eine lebende Zelle hat. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es zwar so, wie es Materie bis nach ganz unten gibt, immer einfacher werdend. Und schon Atome können ja aufnehmen, speichern und weitergeben, sonst hätten wir keine Computer. Ne? So ist auch der Geist in seiner Fähigkeit gestaffelt. Also aufnehmen, speichern, weitergeben ist zum Beispiel die Fähigkeit eines Atoms zum Geist. Er kann noch nicht kreativ damit umgehen. Ein Atom kann keine Gedichte schreiben, etc. Jo, mach mal weiter. Im letzten Jahrhundert mit der Evolution des pluralistischen Bewusstseins, also die Renaissance war die Evolution des rationalen Bewusstseins, wir kommen da später noch dazu. Die Hippie-Bewegung war im Prinzip die kollektive Evolution des pluralistischen Bewusstseins, auch wenn es vorher schon Vertreter gab wie Freud oder Marx oder Einstein. Aber dass es wirklich eine Massenbewegung wurde, die heute soziologisch unter den kulturell Kreativen subsumiert wird, wurde erkannt, dass wir Dinge nicht einzeln betrachten können, sondern dass wir sie immer in Kontext betrachten müssen, dass es also Einzahl und Mehrzahl gibt. Und damit entstanden neue Wissenschaften. Machst du bitte weiter. Und ich habe sie jetzt frei so benannt, die Subjektwissenschaften, also alles, was sich mit der individuellen Psyche beschäftigt, die Objektwissenschaften, die Kulturwissenschaften und die Systemwissenschaften. Wenn man Wissenschaft genau betrachtet, die Wissenschaftler bewegen sich in ihren Wissenschaften, schauen aber nicht mit einer Metaperspektive drauf. Das ist einer der Gründe, weshalb zum Beispiel ständig irgendwelche Wissenschaften, gerade weil diese hier immer noch dominant sind, als Naturwissenschaften zum Beispiel, ständig denen reinreden wollen, in Gebiete, von denen sie keine Ahnung haben. In dem Moment, wo man genau schaut, wo ist der Geltungsbereich einer Wissenschaft, wird es sehr deutlich und sie lassen sich nicht aufeinander reduzieren. Machst du bitte weiter? Hier sind jetzt einfach mal Beispiele für verschiedene Wissenschaften. Könnt ihr das alle sehen, weil dann habe ich eine kurze Denkpause, muss nicht alles vorlesen. Ja. Was war das jetzt alles nochmal? Also Subjekt oben links, dann Objekt und dann... Nein, die nächste macht es noch deutlich. Also Wilber leitet aus dieser geschichtlich... Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, was jetzt die verschiedenen... Psyche, Körper, Kultur, Systeme. Also im Prinzip die kollektive Psyche und
der kollektive Körper. Ne? Auch ein Termitenstaat hat zum Beispiel einen kollektiven Körper, nämlich seinen Termitenbau, eine kollektive Psyche, weil die sind in ihrem Verhalten genau aufeinander abgestimmt. Natürlich hat jeder einzelne Termite auch eine eigene Psyche und einen eigenen Körper. Das sind die vier Quadranten, mit denen Wilber arbeitet. Also die Ebenen hatten wir schon, jetzt haben wir die Quadranten. Und die, ohne dass die meisten Wissenschaften darüber reflektieren, von den verschiedenen Wissenschaften bearbeitet werden. Zum Körper gehört übrigens alles dazu, was man messen und sehen kann. Also Behaviorismus, Lehre vom Verhalten, die ja auch in der Verhaltenstherapie eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel eindeutig bei Wilber zum rechten Quadranten gerechnet. Weil Verhalten kann man genau beschreiben. Also es gibt ja dann Psychologen, die richtig genau mitschreiben, wer drückt wann auf den Knopf und was passiert, also das, oder wer sagt wann was und so. Ne? Das kann man alles genau beschreiben. Aber zum Beispiel nicht, was in dem der Person gerade an Gefühlen losgeht oder so. Das kann der Behaviorismus zum Beispiel nicht sagen. Gut, damit haben wir die vier Quadranten, die auch in der Sprache ihren Ausdruck finden, als Ich, wenn wir uns als Subjekt betrachten, als Es, unseren Körper, als Wir, intersubjektiv, beziehungsweise als Es, im Plural, als interobjektiv, wenn wir Systeme betrachten. Und jeder dieser Quadranten hat im Prinzip eine andere Grundqualität, wie man sie erfassen kann. Und in der integralen Theorie spricht man immer OL, OR, UL, UR, also oben links, oben rechts. Das ist, irgendwann hat man das so drin, dass also wer sich unter Integralen unterhält, wird das also immer nur in diesen Abkürzungen gesagt. Das beschreibt dann jeweils den Quadranten und jeder weiß, dass einmal die individuelle Psyche, der individuelle Körper, und das ist erstmal inhaltsfrei, also egal wessen individuelle Psyche oder Körper, ne? Also es muss nicht eine menschliche sein. Ich kann auch über die individuelle Psyche eines Atoms reden oder über den individuellen Körper eines Atoms. Ne? Das ist erstmal eine inhaltsfreie Sache. In dem Moment, wo ich das Holon wähle, also diese Vierheit wird auch Holon genannt, kann ich halt sagen, okay, ich unterhalte mich über Termiten, Atome oder Menschen. Das ist erstmal völlig frei, womit dieser Quadrant gefüllt wird. So, jetzt wird es noch ein bisschen schrecklicher, aber gleich kommt ein richtig konkretes Beispiel und dann versteht das auch, dass jeder Quadrant eine Außen- und eine Innenperspektive hat. Das klingt erstmal sehr schrecklich, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es ist das, wie man sich selbst erfährt und das, wie man von außen gesehen wird. Und die Person, oder gerade bei einem Menschen, ich mache es wieder an einem Menschen fest, hat halt noch ihre eigene Ebene. Also das, was hier innerlich wahrnimmt, hat seine eigene Ebene und Linie und Zustand und das Außen genauso. Ich mache es jetzt an einem Beispiel, da wird es richtig deutlich. Ich trinke Bier. Kennt jeder. Autopoiese ist, meine Körperchemie verändert sich. Ich schütte oben Alkohol rein, der wird von der Leber verarbeitet und so weiter. Das passiert. Autopoiese heißt Selbstorganisation. Das ist also das, was sowieso in meinem Körper passiert. Empirizismus, die Naturwissenschaft, kann von außen den steigenden Alkoholgehalt in meinem Blut messen, kann zum Beispiel als Behaviorismus aufnehmen, wie ich immer schwankender laufe oder so. Ne? Also kann auch das beschreiben. Das kann von außen gesehen werden. Phänomenologisch, mein Innenleben, also meine Gefühle verändern sich, ich werde zum Beispiel aggressiver und habe Satzabrisse und so weiter, kann also keine Gedanken zu Ende denken. Möglicherweise bin ich noch
wenig besoffen genug, dass ich mich selbst außerhalb stellen kann und feststellen kann, oh Gott, du hast ganz schön einen an der Waffel. Möglicherweise braucht es jemanden von außen, der sagt, Wulf Mirko Weinreich, Sie benehmen sich gerade wie ein dreijähriges Kind, sind also regrediert in ihrer Bewusstseinsebene um 50 Jahre, nee, 55 Jahre etc. Ne? Das wäre dann Strukturalist. Hermeneutisch, ich trinke dieses Bier nicht alleine, sondern befinde mich auf dem Oktoberfest in einer Gruppe mit Leuten, die sagen, hey, wow, wir lassen jetzt mal richtig die Kuh fliegen und mit allem, was dann möglich ist, man darf Frauen anbaggern oder sonst was. Also da gibt es eine bestimmte Kultur, wie Leute sich auf dem Oktoberfest benehmen. Da sind plötzlich Sachen möglich. Da werden bestimmte soziale Gesetze außer Kraft gesetzt, die normalerweise, was man sich nie trauen würde, da geht das plötzlich. Ne? Ein Kulturanthropologe, der das von außen betrachtet, der sitzt da also dabei und sieht, wie die Leute immer betrunkener werden. Wenn er ein Moslem ist, wird er sagen, mein Gott, das ist gerade die blanke, also um mal zu beschreiben, dass ja auch die Art dessen, der das von außen betrachtet, einen Einfluss hat. Ne? Das ist ja die blanke Gotteslästerung, was die da machen, das geht ja gar nicht. Ne? Wenn also die soziale Autopoiese ist natürlich, dass erstmal die ganzen Bänke auf die Vasen geschafft worden sind, dass es eine Brauindustrie gibt, die also ständig Fässer anliefert, dass die Kellnerinnen rumgehen und das Bier gegen Geld ausgeben, weil aber gerade Corona ist, wird immer mehr elektronisch bezahlt. Sowas kann ein Systemtheoretiker zum Beispiel beschreiben. Der sieht die Warenflüsse, der sieht, okay, also der Anthropologe sagt zum Beispiel, ursprünglich war das ein bajuwarisches Erntedankfest zum Lob des, der Fruchtbarkeitsgötter, das später mit Abgaben umgemünzt worden ist. Abgaben würde wieder hier reingehören in ein christliches Erntedankfest. Und heute ist es halt einfach ein Kollektivbesäufnis ohne jeden tieferen Sinn. Der Systemtheoretiker würde eben alles sehen, was dort physiologisch passiert, dass also ursprünglich jeder was mitgebracht hatte. Dann waren es Abgaben. Heute ist es ein Tausch Bier gegen Geld. Und in Zukunft wird es nur noch elektronischen Cash geben dazu. Also es ist nicht so schwer zu begreifen, wenn man es einmal begriffen hat, aber es macht deutlich, weil das Wichtige ist, dass keine Perspektive auf eine andere reduziert werden kann. Und immer, ich muss mich eigentlich immer fragen, wenn ich irgendein Phänomen betrachte, erlebe ich das jetzt gerade, betrachte ich es von außen, wo ist meine eigene kosmische Adresse, welchen Quadranten betrachte ich gerade und so weiter. Und in dem Moment wird zum Beispiel alles Wissen, was es gibt, plötzlich kompatibel miteinander, weil die Leute streiten sich eigentlich ständig, weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie eine dieser 8 Perspektiven einnehmen. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb sich Wissenschaftler streiten, weshalb zum Beispiel jetzt die Sozialwissenschaftler hier auf dieser Seite sagen, also die Psychologen und meinetwegen die Sozialwissenschaftler, was ihr hier oben, dass ihr nur fixiert seid auf das Coronavirus, auf das, was das im Körper macht. Ne? Die Leute werden depressiv, die bringen sich selber um, das geht ja gar nicht. Zum Beispiel, das ist natürlich nicht die Perspektive der Virologen, die virologisch vermutlich recht haben, sondern es ist eben meinetwegen die Perspektive der Leute in Pflegeheimen, der Psychologen und so weiter, die sagen, wenn ihr das und das macht, das hat auch psychische Auswirkungen, die müsst ihr mitbedenken. Also es geht nicht darum, wer recht hat, ob die Virologen recht haben oder die Corona-Skeptiker, sondern es geht darum, alle Perspektiven zu berücksichtigen und einzubeziehen. Und zu schauen, wie kann man die Wichtigkeiten gegeneinander abwägen. Genau, hier die unten sagen, oh, wir haben kein Geld mehr, weil die Wirtschaft geht krachen und so. Ne? Das ist dann diese Perspektive hier. Das ist also wieder eine andere Perspektive und die müssen einfach alle berücksichtigt werden. Nur um mal deutlich zu machen, schon an dieser Stelle, das ist ein hochpraktisches System mit dem, wenn, also was man eben doch wirklich auf alles anwenden kann, weil es eigentlich leer ist. Man kann, ne, eben habe ich über Bier gesprochen, jetzt spreche ich über Corona, ist kein Problem. Ich kann
kann Musikentwicklung damit genauso beschreiben wie die Wahrnehmung von Raum und Zeit oder Wirtschaftsentwicklung. Dieses System ist, da es ein leeres, inhaltsleeres Strukturmodell ist, universell anwendbar. Und wichtig ist einfach, dass alle Elemente vorhanden sind und dass man genau einordnet. Und dann stellt man fest, wo sind blinde Flecken. Und das ist genau das Spannende daran. Machen wir bitte weiter. So, jetzt tue ich die einfach mal zusammen. Also die vier Quadranten sind der Raum, die Ebenen sind die Zeit, weil Ebenen ist Entwicklung, Evolution über die Zeit. Das sind schon mal die ersten beiden Ebenen zusammengefügt. Wir nähern uns diesem zweiten Blatt, was wir vorhin gesehen haben. Machen wir weiter. Die Quadranten, als es nur das Plasma gab, gleich nach dem Urknall, war das super einfach, weil es gab nicht viele verschiedene Entwicklungsbereiche durch die Evolution. Ach so, das ist jetzt ein Draufblick, Draufsicht auf das vorherige Bild. Ne? Also diese Pfeile gehen eigentlich alle nach oben, aber sie sind jetzt auf uns zu, weil wir draufschauen. Und wir sehen an den unterschiedlich langen Pfeilen, dass die verschiedene Bereiche unterschiedlich weit entwickelt sind. Im genau genommen sind diese Linien, das sind die sogenannten Linien, von denen Wilber spricht, Unterteilungen der Quadranten in einzelne Entwicklungsbereiche. Bei einem Elementarteilchen oder Atom gibt es da nicht viel zu unterteilen, aber wenn die Evolution komplexer wird, ich nehme mal hier wieder den Menschen, dann sehen wir, dass wir verschiedene Entwicklungsbereiche haben, die sich unterschiedlich schnell und weit entwickeln. Also ich habe hier zum Beispiel im rechten oberen Quadranten die körperliche Entwicklung, Größe, Gewicht und so weiter, meine motorischen Fähigkeiten, mein Verhalten. Hier im Inneren habe ich die Kognition, die Emotionen und die Ich-Identifikation, die ist rot dargestellt, weil sie was Besonderes hat, eine Besonderheit, auf die ich noch eingehen werde. In meinen äußeren Systemen gibt es also eine Infrastruktur, es gibt politische Institutionen und wirtschaftliche Einrichtungen und in der Kultur, die ich mit anderen Menschen teile, zum Beispiel eine kollektive Weltsicht, kollektive Werte und Sprache. Zum Beispiel, dass man in Europa nett zu Frauen ist, ist ein kollektiver Wert, der nicht überall in der Welt geteilt wird, weil es gibt zum Beispiel Bereiche der Welt, die noch deutlich patriarchaler geprägt sind als Deutschland. Nur mal, um das deutlich zu machen, dass das also, und das kann sehr unterschiedlich entwickelt sein. Also jede Entwicklungslinie hat ihre eigene Entwicklung. Das Spannende ist die Ich-Identifikation. Die Ich-Identifikation ist jetzt nur bei Menschen interessant, bei anderen Holonen nicht, ist die Bewusstseinsebene, mit der ich mich selbst identifiziere. Und sie ist von der kognitiven Entwicklung abhängig. Das heißt, die Höhe meiner kognitiven Entwicklung bestimmt, mit welcher Ebene ich mich maximal identifizieren kann. Ich kann deutlich darunter liegen. Ich kann zum Beispiel ein zynisches, egoistisches Genie sein. Das ist völlig möglich. Also Zynismus, Egoismus sind auf Bewusstseinsebenen verortet, die deutlich tiefer sind, aber kognitiv weit entwickelt, ne? Hochintelligentes Genie sein. Möglicherweise haben wir sowas in Trump gerade vor uns, ne? Um mal gleich wieder praktisch zu werden, der also ganz sicher nicht dumm ist, aber sich mit einer Bewusstseinsebene identifiziert, also wir im Integralen nennen sie magisch, mythisch, rot, das ist so... Also ich nenne sie gerne heroisch, die Zeit der Einzelhelden, die alle aufeinander losgegangen sind, vom Gilgamesch-Epos bis Dietrich von Bern, wo jeder einfach egoistisch macht, was er will. Ne? Also es ist eine sehr narzisstische Bewusstseinsebene, die deutlich zum Beispiel unter der pluralistischen Ebene liegt. Das sind die Menschen pluralistisch, die alles, die zum Beispiel Gleichberechtigung für alle Menschengruppen fordern, egal welche sexuelle Orientierung, welche Rasse, welches Geschlecht, die Öko einbeziehen, also auch der Natur muss es gut gehen etc. Das ist eine ganz andere Ebene, die hat ganz andere Werte und ganz andere Vorstellungen und die würde natürlich
die dürfte im Moment so in der Menge das sein, was am weitesten entwickelt ist. Man nennt sie halt auch die Kulturkreativen. Ein bisschen drunter ist das rationale Bewusstsein, was so hauptsächlich von der ganzen Wirtschaft und Politik belegt wird, etc. Mhm. Da kommen wir später noch darauf. So, jetzt wieder ein Blick. Wir hatten die Ebenen durch den Regenbogen symbolisiert. Wir haben die vier Quadranten und wir haben vier Entwicklungslinien. Ich habe jetzt hier mal so vier Hauptlinien eingezeichnet und Wilber geht also von einer parallelen, also einer Entwicklung in allen vier Quadranten aus. Er sagt Tetra-Evolution, nicht Quadro. Tetra-Evolution. Das klingt auch wieder deutlich komplizierter, als es ist. Also immer ein Entwicklungsschritt in einem Quadranten führt irgendwann dazu, dass in einem anderen Quadranten die Entwicklung nachzieht. Wieder ein Beispiel. Gutenberg hatte die Idee einer Druckmaschine. Er hat die Druckmaschine gebaut, erstmal als Einzelteil. Das hat ein Buchdruckwesen, und zwar Druckereien, Buchläden, sonst was, nach sich gezogen. Das hat sich also unendlich verbreitet. Das hat die Bildung der Gesamtbevölkerung extrem erhöht, was es ermöglicht hat, dass wieder neue Menschen, die jetzt viel, viel intelligenter waren als vorher, wieder neue Ideen haben konnten. Ne? Also man sieht das zum Beispiel an diesem Beispiel gut, dass die Entwicklung in einem Quadranten Entwicklungen in anderen Quadranten nach sich zieht. Nachher habe ich nochmal ein Beispiel, glaube ich, aus der Psychologie, aber das reicht jetzt erstmal. Genau. Wir haben jetzt also, ich muss noch mal kurz zusammenfassen, Linien, Ebenen und Quadranten. Gibt es bis dahin erstmal Fragen? Also Entwicklungsebenen in vier Bereichen, die nochmal unterteilt sind in einzelne Unterbereiche, die wir Linien nennen. Das ist verständlich, ne? Also so ist es ganz einfach gesagt, mehr ist es schon nicht. Okay, es gibt eine weitere Dimension bei Wilber, die nennen sich Typen. Die einfachsten Typen, die wir kennen, sind die Dualitäten, die aus der Einheit kommen. Hell, dunkel, positiv, negativ, Mann, Frau, Tag, Nacht etc. Es gibt unendlich viele Dualitäten, die eigentlich nur verschiedene Typen sind. Es gibt bei Menschen zum Beispiel verschiedenste Typenlehren. Das sind die Big Five oder Myers-Briggs oder Enneagramm. Enneagramm ist irgendwie so inzwischen mit das bekannteste. Die Astrologie, und hier habe ich jetzt noch ein paar paar psychologische Typen drin, nämlich einmal die Kommunikationsstile nach Virginia Satir und die Grundformen der Angst nach Fritz Riemann, beziehungsweise auch wer für welche Berufsgruppen am besten geeignet sind. Keiner dieser Typen ist besser oder schlechter. Jeder dieser Typen kann, hat meistens von allen Typen was, mehr oder weniger. Deshalb also wichtig sind auch hier wieder die Pfeile. Ich habe bewusst mal vier Typen genommen, um deutlich zu machen, dass man schauen muss, was der Unterschied zwischen Typ und Quadrant ist. Ne? Also ich mit dem Enneagramm hat 9 Typen, ne? Wäre völlig klar, wäre das nicht passiert. Oder Big Five, 5 Typen. Oder die Astrologie mit 12 Typen. Nur, dass es deutlich wird, dass man begreift, aha, es könnte auch 4 Typen sein. Wenn ich irgendwas in einer Vierereinteilung sehe, muss ich gucken, hat es eher was mit Quadranten oder Typen zu tun. Und hier hat es offenbar aber nichts mit Quadranten zu tun, oder? Genau, nee, das sind Typen, die haben nichts mit Quadranten zu tun. Aber es sind nur 4, es sind 4, aber sie haben nichts mit Quadranten zu tun. Genau, ne, darum habe ich gesagt, das ist einfach nur, um deutlich zu machen, dass es da Unterschiede gibt. Ich hätte auch eine Typenlehre mit 5 oder 9 Typen oder 12 nehmen können, dann wäre es ganz deutlich gewesen, aber dann wäre nicht deutlich geworden, dass es da eine Verwechslungsgefahr gibt. Okay. Ne? Dazu gibt es denn, welche Beziehung gibt es denn jetzt zwischen den Typen und den Quadranten? Keines, eine eigene Dimension. Es ist eine völlig eigene Dimension. Ja, trotzdem. Doch, ja.
Ja. Ja, genau. Die Typen sind individuelle Ausprägungen, sprich obere Quadranten, aber keine im eigentlichen Sinne qualitativen. Also ein Widder ist nicht besser als ein Fisch oder so, sondern er ist anders. Ja, aber es sind individuelle Ausprägungen, klar. Wobei diese individuellen Ausprägungen auch auf Kulturen geben können. Es gibt zum Beispiel, China ist eine Kultur zum Beispiel, die eher selbstbezogen war. Die haben zum Beispiel nie große Eroberungszüge gemacht in der Welt. Europa zum Beispiel hat sich ganz Afrika und Südamerika unter den Nagel gerissen. Das ist also eine sehr expansive Kultur. Na, also China ist eher introvertiert, Europa eher expansiv. Insofern könnte man das auch auf Kulturen übertragen. Aber es sind immer eigentlich individuelle Ausprägungen innerhalb eines Holons. Mann, Frau, wir gehen davon aus, Mann und Frau sind nicht besser oder schlechter, sondern sie sind unterschiedlich. Sie sind verschiedene Typen mit verschiedenen Wahrnehmungsfähigkeiten, Aktionsfähigkeiten etc. Ja? Und ein Elektron ist auch nicht besser oder schlechter als ein Positron. Ne? Sie sind halt unterschiedlich geladen. Aber auch das geht halt bis ganz runter, diese Unterteilung in verschiedene Typen. Machst du weiter? Hier deshalb, und die Typen sind auf allen Ebenen gleich. Auf jeder Entwicklungsebene ein Widder ist immer ein Widder. Egal auf welcher Entwicklungsebene er sich befindet, wenn er sich auf Rot befindet, wird er möglicherweise anderen welche aufs Maul hauen. Wenn er sich auf einer recht hohen Ebene befindet, wird er vielleicht als Pioniergeist leben und zum Beispiel in der Antarktis forschen oder so. Also er wird immer losgehen und was machen, wird immer aktiv sein, aber je nach Ebene wird sich das verschieden ausdrücken. Ne? Und ich könnte jetzt auch die 4 Temperamente nehmen oder so, das wäre dasselbe. Also ich muss das nicht an einem Astrologiezeichen festmachen. Ich benutze die Astrologie deshalb gerne, weil dadurch ein eindeutig unterscheidbares grafisches Merkmal reinkommt, weil nämlich sonst wäre das schlecht in meiner Gesamtabbildung unterzubringen. Und die astrologischen Zeichen sind einfach weltweit bekannt als Zeichen für Typen. So. Okay, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Habt ihr irgendwelche Vorbildung mit Wilber oder so? Nee, gar nicht. Niemand? Gut, also der hat bis zu Wilber 4, bis zur integrale Psychologie, hat er dieses Konzept hier vertreten. Also die Evolution geht bis zum Zentaur. Zentaur war damals seine Benennung für pluralistisch. Inzwischen lässt er die weg, weil alle haben ihn immer gefragt und mich auch. Darum lasse ich die jetzt auch weg. Was ist ein Zentaur? Und das zu erklären ist so umständlich, dass es sich nicht durchgesetzt hat. Und darüber hatte er damals spirituelle Ebenen gesetzt, weil ihm aufgefallen war, dass ab einer bestimmten Ebene, also diese ganzen Alt-Hippies, Alt-68er, die sind alle irgendwie spirituell geworden. Seit den 60er Jahren boomen Zen-Klöster und die Leute meditieren und werden immer bewusster und machen Psychotherapie und so. Und er sagte, okay, wenn also eine bestimmte kognitive Fähigkeit erreicht worden ist, dann beginnen die Menschen sich spirituell zu entwickeln. Und das ist Quatsch. Also muss man ihm auch zugestehen, es gibt selten Wissenschaftler, die sich selber revidieren. Der Groff behauptet zum Beispiel heute noch, man kommt zu Gott nur, nachdem man seine Geburt erlebt hat. Demnach hätte nie ein Zen-Buddhist erleuchtet werden dürfen, die alle nicht ihre Geburt erlebt haben. Also es gibt Menschen, und Wilber hatte schon drauf zu sagen, nee, da habe ich mich geirrt, ich habe euch jetzt also 8 Bücher lang Unsinn erzählt. Das geht so nicht, weil das sind nämlich völlig unterschiedliche Sachen. Das eine sind Bewusstseinsebenen und das andere sind Bewusstseinszustände. Mach mal bitte weiter. Was ist dann? Ah ja, nee, oder doch, ja, genau. Also, wir haben hier die Quadranten. Oh, sorry, jetzt geht's mal. Was war das? Ne? Genau, wir haben hier die Quadranten. Hier in der Mitte die manifeste Welt, die wir im Tagesbewusstsein wahrnehmen. Also der mittlere Bereich, das ist so, wie wir uns jetzt sehen. Wir sind alle wach. Wir
merken hier richtig Widerstand, wenn wir gegen die Wand klopfen. Das ist das, was Wilber Manifest nennt, das, was das Tagesbewusstsein ist. Er geht davon aus, dass hinter dieser Realität etwas ist, was er Geist nennt. Geist großgeschrieben mit Sternchen im Sinne von, ach, wie ist der? Hegel, genau. Danke, ich habe langsam Hegel, also im Sinne der klassischen deutschen idealistischen Philosophie. Geist ist nicht beschreibbar, also nicht mit dem christlichen Geist oder mit dem Geist, wie er manchmal als Synonym für Verstand verwendet wird. Deshalb wird der Geist in diesem Kontext auch immer groß geschrieben. Im Englischen gibt es Spirit, das trifft es vielleicht auch. Und zwischen Geist und der manifesten Welt gibt es eine subtile Welt. Das ist der Bereich dazwischen, der zwar Formen hat, aber keine Materie. Also wenn wir träumen, denken, Bilder sehen etc., spirituelle Erfahrungen. Also es gibt offensichtlich etwas zwischen der manifesten Wahrnehmung der Welt und Geist. Und das Spannende ist, dass er diese drei natürlichen Hauptzustände mit unseren drei wichtigsten Bewusstseinszuständen Wachen, Träumen, Tiefschlaf assoziiert. Das wird insofern sehr spannend, weil plötzlich Spiritualität nichts anderes ist, egal auf welcher Ebene, als die bewusste Wahrnehmung dessen, was wir im Traumschlaf oder im Tiefschlaf unbewusst erleben. Und zwar wird es erst richtig interessant jenseits unserer Träume. Ich lebe ja mit einer Frau zusammen, die klar träumen kann und die sagt, ja, in dem Moment, also luzid träumen, man kann seine Geschichten verändern. Das heißt, man bleibt in einer Ebene, man kann aber auch durch die Ebenen gehen, sehr schön dargestellt in Inception. Ja, genau, da wird es dargestellt, wie man immer von Traumplateau zu Traumplateau tiefer geht. Und das ist genau das, was dort beschrieben wird. Also letztendlich ist jede Spiritualität, jede Religion nichts anderes als der zeitgemäße und kulturabhängige Versuch zu beschreiben, wie man Bereiche zwischen Geist und unserem normalen Tagesbewusstsein wahrnehmen kann, die jeder Mensch sowieso immer hat, weil jeder Mensch auch träumt und im Tiefschlaf ist. Das heißt, es kann gar keine unspirituellen Menschen geben oder ja, man kann es natürlich eine Weile verleugnen, aber grundsätzlich hat jeder Mensch den Impuls, dahinter hinter den Schleier zu schauen. Gut, mach mal bitte weiter. Und deshalb leitet er daraus zwei Entwicklungsrichtungen ab, nämlich einmal die Entwicklungsrichtung, wir sind jetzt nur bei den Menschen, die ganze tote Materie, wir müssen uns nicht über die Bewusstseinsentwicklung der Atome unterhalten, das ist jetzt nicht so interessant, sondern kommen jetzt also zur menschlichen Entwicklung. Gibt es einmal das Lernen in dem Moment, wo wir uns im Wachzustand mit unserer Außenwelt auseinandersetzen, über die verschiedenen Bewusstseinsebenen, archaisch, magisch, heroisch, mythisch, rational, pluralistisch, das haben wir inzwischen in der Gesellschaft. Es gibt ein paar Leute, die integral sind, die nämlich anfangen, die Struktur dahinter zu sehen. Also das ist das, was das Integrale, die Pluralistischen, für die ist alles gleichwertig, die sehen die Struktur nicht dahinter und integral kriegt mit, ach, da gibt es eine Logik dahinter, das ist nicht so zufällig, sondern es gibt eine echte Logik dahinter und holistisch ist hypothetisch, weil wenn Evolution bis heute hierher gekommen ist, müssen wir davon ausgehen, dass sie noch weitergeht, dass also das, was wir jetzt gerade erleben, nicht das Ende der Fahnenstange ist. Also könnte man davon ausgehen, und wir nennen es jetzt einfach mal hypothetisch, holistisch, auch wenn wir noch nicht wissen, was das ist. Genau. Und das findet alles statt durch die Auseinandersetzung mit der Außenwelt und ist hierarchisch. Das heißt, um das Integralrechnung zu verstehen, muss ich erstmal das kleine 1x1 begriffen haben, sonst habe ich da keine Chance. Ne? Also es gibt, das baut alles aufeinander auf, immer die nächsthöhere Ebene inkludiert die
vorherige. Das ist also auch spannend, ne? Auch das ist völlig inhaltsfrei. Es gibt Gesetze, wie man von Ebene zu Ebene kommt, durch Differenzieren, Transzendieren, Integrieren. Das ist also so ein Dreischritt, wie ein Mensch. Und wenn man also psychologisch beschreibt, wie sich Kinder entwickeln, kann man das genau beschreiben. Also es gibt zum Beispiel diese Übung von Piaget, wo er einem kleinen Kind einen Ball zeigt, eine Seite rot, die andere Seite grün, und fragt das kleine Kind: Schau mal, du siehst die grüne Seite, welche Seite sehe ich? Naja, du siehst auch grün. Das Kind ist noch nicht fähig, sich in die Perspektive des Versuchsleiters hineinzusetzen. 2 Wochen später macht der Versuchsleiter vielleicht wieder diese Übung, zeigt dem Kind den Ball und sagt: Du, hier, ne, du siehst grün, welche Seite sehe ich? Na, wenn ich grün sehe, musst du rot sehen. Und dann sagt der Versuchsleiter: Naja, vor 2 Wochen hast du noch gesagt, ich sehe auch grün. Und das Kind guckt ihn dann an und sagt: Wie kann man nur so blöd sein? Ne, also das hat einen Schritt gemacht auf die nächste Ebene. Es ist nämlich fähig geworden, eine neue Perspektive einzunehmen, nämlich nicht nur von sich aus die Welt zu sehen, sondern zu abstrahieren und sich vorzustellen, wie der andere die Welt wahrnimmt. Das ist ein Riesenentwicklungsschritt, es ist sich dessen aber nicht bewusst. Und das kann aber mit diesem Schritt differenzieren, transzendieren, integrieren, gut beschrieben werden. Okay, und das andere ist die Introspektion, die Entwicklung zu mehr Wachheit. Jeder Mensch ist wach, träumt und hat Tiefschlafphasen, und Meditation versucht nicht, logisch die Welt zu begreifen, sondern ist eine reine Innenbeobachtung zum Beispiel und versucht mit der Wachheit, mit einer gesteigerten Wachheit, die eigene Innenwelt zu erkunden. Und das führt, also das eine ist nach außen gerichtet, das andere ist nach innen, und das ist einfach eine eigene Entwicklungsdimension, und sie ist heterarchisch. Es gibt, natürlich kann man, wenn man viel meditiert, seine Zugänge in subtile oder gar kausale Sphären verbessern, aber es gibt auch genügend Menschen, die zum Beispiel spontane Erwachenserlebnisse haben oder Nahtoderfahrungen, weil sie mit dem Baum fahren und dann zum Beispiel eine volle kausale Erfahrung haben oder so. Also da es prinzipiell immer in uns angelegt ist, können wir zwar üben, dorthin zu kommen, aber es kann auch ganz spontan passieren. Es ist also im Gegensatz zu der Entwicklung über die Ebenen nicht davon abhängig, wie viel wir Vorarbeit geleistet haben. Wie komme ich denn von pluralistisch zu integral? Oder von orange zu pluralistisch? Das geht jetzt so ins Detail, da komme ich nicht durch. Na, ich meine, was der Unterschied zwischen pluralistisch und integral ist, habe ich schon erzählt, habe ich ja gesagt. Ne? Du begreifst, siehst immer mal, ach ja, okay, da gibt es eine Logik, da gibt es Unterschiede. Das ist zwar alles gleich viel wert, aber nicht gleich komplex. Und dann begreifst du irgendwann plötzlich, dass eine Struktur dahinter steht. Und wenn du dann auf die entsprechende Theorie stößt, die dir das dann nochmal bestätigt, ja, da gibt es eine Struktur, das ist jetzt nicht alles zufällig. Also wie ich vorhin diese vielen bunten Bälle durcheinander gezeigt habe, wie ich so in meiner pluralistischen Phase war, ne, von Quantenphysik über Schamanismus, Marxismus und so, und nichts passte zueinander, und das, heutzutage passt das alles wunderbar zueinander. Ne? Ich weiß, dass alles verschiedene kosmische Adressen hat und kann das einordnen, und weiß, dass ich zum Beispiel auf einer Demo jetzt nicht unbedingt meine spirituellen Anteile auslebe, sondern eher die politischen und so. Ja, ne? Und wenn ich mich aufs Kissen setze, lasse ich die Politik weg. Und das widerspricht sich nicht mehr. Also es hat eine Logik, die das pluralistische Chaos bekommt, die Logik eines geschliffenen Kristalls. Ja, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Zum Beispiel rational zu pluralistisch ist zu begreifen, unter anderem, dass ich mein Denken beobachten kann. Das rationale Denken ist hoch ausgebildet. Aber die Leute sind total damit identifiziert, die Manager, die Banker, die Politiker etc. Sie kriegen keine Metaperspektive auf sich selber hin. Das ist zum Beispiel, dadurch ist eigentlich der Schritt vom,
vom Rationalen zum Pluralistischen gekennzeichnet. Und das Pluralistische, muss man ganz klar sagen, dass das in die Welt gekommen ist, verdanken wir LSD. Das ist Albert Hoffmann, also dass die Leute in den 60ern, die Hippies, LSD genommen haben und plötzlich begriffen haben, ach, ich bin nicht getrennt von allem, was mich umgibt, ne, sondern ich bin eigentlich nur ein Wahrnehmungsmittelpunkt eines Kontinuums. Also auf diese heftige Art und Weise sich selbst transzendiert haben. Ihr eigenes Denken waren ja viele Intellektuelle von irgendwelchen Unis und so weiter. Und dadurch ist das eine richtige Massenbewegung geworden, ne? Und dann fingen die Leute an, okay, ich möchte es gerne täglich haben. Und deshalb fängt also pluralistisch an zu meditieren oder so. Ne? Das sind eigentlich, also es gibt einmal die mythischen und magischen, also auf den prärationalen Ebenen, die spirituell sind, da kommen wir noch dazu. Und dann aber eben auch das transrationale Spiritualität. Ne? Und quadrantisch ausgedrückt wäre dann bei pluralistisch so, dass in der Wahrnehmung unten links mehr dazukommt und ein Oranger ist eher so oben rechts. Also, dass er da den Fokus hat? Ja, genau. Also auch in Systemdenken, genau die ganzen Systemtheorien, das ist alles, ne, das ist alles im Prinzip seit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, in System zu denken. Das ist der Ausdruck in der Wissenschaft, ob das Kybernetik ist, ob das, vorhin waren ja ein paar Beispiele für Systemwissenschaften. Das ist ja, gibt es ja eigentlich alles erst seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Älter ist das ja noch nicht. Vor 100 Jahren gab es zwar schon Physik und Medizin und Chemie, aber da hat noch niemand Soziologie betrieben. Das war kein Lehrfach. Ne? Die gesamte Linkseite scheint ja irgendwie jünger zu sein. Ne? Das wäre ja sowas Entwicklungspsychologisches. So. Und diese über die Zustände hier nach mehr Wachheit, das ist ja sowas vielleicht im Buddhismus. Da komme ich noch zu. Also da gibt es Abbildungen zu, die das einfach viel eleganter erklären, als dass ich das jetzt alles nur per Sprache sage. Und das ist jedenfalls, also wir haben jetzt Ebenen, Quadranten, Linien, Typen und das ist jetzt die fünfte Dimension, die Zustände. Genau, mach bitte weiter. Genau, das ist im Prinzip, das habe ich eigentlich schon erklärt, kann ich weglassen, macht nur deutlich, dass es diese Zustände in allen vier Quadranten gibt. Mach mal bitte weiter. Man kann sie in verschiedene Bereiche deklinieren. Also das Klassische ist Körper, Gefühle, Verstand sind Manifest. Das sind alles manifeste Sachen. Und danach gibt es verschiedenste Eigenschaften, die eher subtil sind. Die Fähigkeit, luzid zu träumen zum Beispiel, etc. Man kann es aber auch, wie ich es zum Beispiel in der Therapie oft mache, in Matroschka-mäßig deklinieren, von Persönlichkeitsanteilen zur Gesamtpersönlichkeit, zur Person, wie ich es nenne, zum Gesamtbewusstsein, zum Familienbewusstsein, zum Volksbewusstsein, zum Menschheitsbewusstsein, zum Bewusstsein aller Lebewesen, zu dem einen Bewusstsein. Auch so kann man nach außen gehen oder man kann die hinduistischen Koshas nehmen, die immer feiner werdenden Energiekörper. Es gibt also verschiedene Richtungen, wie man aus Manifesten hinaus es deklinieren kann, bis man im Geist ankommt. Mach mal bitte weiter. Ein bisschen einfacher ist dieses Bild. Ne? Es gibt das Ich, sprich die Person, die Seele. Ich nenne also das individuelle Gesamtbewusstsein, sprich den gesamten Eisberg auch gerne mal Seele und den Zeugen. Und genau genommen besteht der Zeuge als der Ozean des Bewusstseins. Und genau genommen besteht alles nur aus Wasser. Ne? Also sowohl der Eisberg als auch das Wasser, in dem es schwimmt. Das sind einfach nur verschiedene Aggregatzustände des Wassers. Dieses Bild ist jetzt neu, es kommen ein paar neue Sachen. Das beschreibt nochmal, jeder Punkt ist ein sogenanntes Individuum. Das sind dort Individuen hier in der Mitte, in der manifesten Welt, die noch glauben, dass sich ihr Bewusstsein in ihrem Körper befindet und von ihrem Körper erzeugt wird. Dann gibt es Individuen, die meditiert haben, die sind sich schon dessen bewusst, dass sie ein Körper in einem Bewusstsein sind und nicht
ein Bewusstsein in einem Körper. Das heißt, wenn der Körper in dem Bewusstsein stirbt, wenn also diese Körpergefühlsverstandesmaschine stirbt, weil ich mich mit dem Raum drumherum identifiziere, der existiert weiter, ist das Thema erledigt. Und dann gibt es natürlich auch individualisiertes Bewusstsein im Subtilen. Dem kann man bei Meditation oder auf Trips oder Ähnlichem begegnen. Und hinter allem das eine große Bewusstsein. Ach so, ich muss vielleicht zur Erklärung dazu sagen, weil ich bewege mich jetzt ziemlich fließend durch diese Sachen. Ich habe 4 Nahtoderfahrungen gemacht. Damit ist diese ganze Materialismus-Idealismus-Diskussion für mich einfach erledigt. Wer das erlebt hat, weiß, der Materialismus ist ein Irrtum. Genau, aber die meisten Menschen glauben eben, dass sie ein Bewusstsein in einem Körper sind. Das Spannende ist, ich habe ja Psychologie studiert, auch ein bisschen Neurologie, dass man bis heute keinen Platz des Gedächtnisses im Körper gefunden hat. Und ich behaupte, das ist auch nicht hier drin, sondern unser Körper funktioniert nicht wie ein Computer, in dem ein Prozessor denkt und eine Festplatte speichert, sondern unser Körper ist nur dazu da, unsere Sinneserfahrungen, die wir mit Augen, Ohren etc. machen, zu verarbeiten und dann in die Cloud zu schicken, beziehungsweise wie ein Funkgerät nach außen zu funken. Und meine Erinnerung, wer ich überhaupt bin, die ist da draußen, die ist nicht hier drin, überhaupt nicht. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Also ich bin ein Körper in einem Bewusstsein und kein Bewusstsein in einem Körper. Die unmittelbare Erfahrung ist anders. Ich sage immer, bei 500 Mikrogramm LSD hört jeder Atheismus auf. Also man kann es naturwissenschaftlich in einer Stunde widerlegen. Mit einem Experiment, was jederzeit wiederholbar ist. Also das ist das, was eben überhaupt den Pluralismus in diese Welt gebracht hat. Diese Erfahrung, dass dieser naive Realismus, genau das ist nämlich auch naiver Realismus, nur weil wir uns hier als Wahrnehmungsmittelpunkt wahrnehmen, zu glauben, unser Bewusstsein wäre hier drin. Das ist nichts anderes als naiver Realismus. Und zu begreifen, nein, das fühlt sich zwar so an, aber die Wahrheit könnte genau andersrum sein, dass der Körper sich im Bewusstsein befindet. Und dass das eigentlich alles ein Riesennetzwerk ist, nämlich das eine Bewusstsein, was so tut, als ob es die verschiedenen Seelen und Personen wäre. Das heißt, im Prinzip passiert ja nichts anderes, als dass die Leerheit sich mit sich selbst einen netten Abend macht, indem sie so tut, als ob sie verschiedene Personen wäre, wo der Rest der Personen so tut, als ob hier jemand stünde, der mehr Ahnung hätte von der ganzen Sache als sie selber. Das ist eigentlich das ganze Spiel, was wir gerade spielen. Nur mal so, um kurz dahinter zu schauen. Jetzt kommt eine ganz spannende Sache, die habe ich jetzt erst begriffen. Damals fand ich das Buch nur blöde. Integrale Spiritualität. Wilber geht davon aus, dass das Subtile nicht von Natur ursprünglich da war. Sämtliche Religion geht davon aus, egal ob es der Schamanismus ist, das Christentum oder sonst was, die Christen sagen, Gott gab es schon immer, die Schamanen sagen, die Naturgeister, Ahnen gab es schon immer etc. Nein, Wilber sagt, erstmal gibt es nur Leerheit, Geist, reine, eigenschaftslose Tiefe, die durch eine Involution sich selbst vergisst, im Urknall als total dumme Materie ausspuckt, dann entwickelt und mit der Entwicklung auch subtile Räume entwickelt. Und zwar der körperlichen Komplexität angemessen. Das heißt also, bevor es Menschen gab, gab es noch keine Naturgeister und auch keine Götter. Die sind erst durch die Menschen co-kreiert worden. Das sind Co-Kreationen, die, da sie, da müsste schon die nächste Folie sein, mach mal. Genau, da mit jeder neuen Ebene auch neue Energie, subtile Energien entstehen, eigene Räume haben, auch weitergegeben werden im kollektiven Unbewussten und auch dadurch ihre Kraft und Wirkung entfalten, die aber nicht von vornherein da war. Von vornherein waren nur die 4 physikalischen Grundkräfte, nämlich die schwache und starke Wechselwirkung, die
der Elektromagnetismus und die Gravitation da. Und alle anderen subtilen, anderen Energien haben sich erst später entwickelt und ja, sind quasi so, wie sich die Körper zu immer mehr Komplexität entwickeln, entwickelt sich auch die subtilen Energien zu immer mehr Komplexität und entwickelt sich auch das Bewusstsein zu immer mehr Komplexität. Ich habe diese Folie reingenommen, die ist ein bisschen verwirrend, aber weil hier eine Sache sehr deutlich wird, und zwar verwahrt sich Wilber gegen die Quantenmystik. Heutzutage, wenn man irgendwas Spirituelles aufschlägt, irgendwelche Techniken oder sonst was, kann man immer diesen berühmten Satz lesen, schon die Quantenphysiker sagen. Und Wilber sagt, das ist totaler Bullshit, weil die Quantenphysiker das Quantenpotenzial oder Nullpunktenergie oder wie immer es genannt wird, ist das Niedrigste im rechten oberen Quadranten, noch vor dem Urknall. Also die Quantenmystiker lassen den Schritt aus, dass Geist sich vergisst und als Materie, also quasi das Nullpunkt und Quantenpotenzial ist Protomaterie, noch vor der Materie, in die Welt kommt. Also das Quantenpotenzial oder die Nullpunktenergie schafft nichts anderes, als Elementarteilchen auszuspucken. Das tut's sehr, sehr spontan und unvorhersagbar und sehr kreativ, aber was anderes ist da noch nie rausgekommen. Es hat nichts mit Geist zu tun und deshalb, also es ist auch ganz einfach, wenn sich Evolution zum Geist hin entwickelt, zu immer mehr Komplexität, dann kann diese ganze Quantenmystik zwar die Ursache der physikalischen Welt sein, aber wir entwickeln uns nicht zum Einfachsten zurück. Also alleine die Entwicklungsrichtung haut da nicht hin. Und damit, also What the Bleep We Know ist zum Beispiel so ein berühmter Film und so. Das ist sein Hauptargument, weshalb er sagt, nur wenn man den Schritt der Involution mit dazu nimmt, nämlich dass Geist sich selbst vergisst, dann funktioniert es. Aber das Quantenfeld selber ist rechts oben und ist richtig dumm. Also es ist nicht Gott, also es ist nicht Geist, auf das sich diese ganze Menschheit hinentwickelt und auch eine Nahtoderfahrung zum Beispiel sagt auch ganz deutlich, das, was man da erlebt, das ist nicht Quantenfeld, definitiv nicht. Genau, deshalb, also eigentlich geht es nur um das hier und das ein bisschen, das andere könnt ihr alles vergessen, das ist viel zu viel Information, die jetzt nicht im Zusammenhang steht. Machen wir weiter. Genau, hier sehen wir im Prinzip eine Entwicklung der Spiritualität über die verschiedenen Ebenen vom Ahnenkult, den schon die Urhorden haben, über den Schamanismus in den Stammeskulturen, die polytheistischen Machtgötter in den Stadtstaaten, mythische Hochreligionen, also Islam, Christentum etc., dann Atheismus und Pantheismus als Ausdruck der rationalen Bewusstseinsebene. Also es gibt durchaus rationale Menschen, also Menschen auf dieser Ebene, die sagen, ja, also Natur ist Gott, das ist ja der klassische Ausdruck des Pantheismus, ne? Die sagen, es ist zu perfekt, als dass wir das dem reinen materialistischen Zufall überlassen können und die sich also dagegen wehren. Es gibt zum Beispiel die Unitarier in Amerika oder die freireligiösen Gemeinschaften in Baden-Württemberg, die durchaus auf der rationalen Ebene eine Spiritualität leben. Die Patchwork-Spiritualität, also dieses ganze New Age, dass man, die Pluralisten, das ist halt Pluralismus, suchen sich halt heute eine Schwitzhütte, morgen einen Advaita-Meister, übermorgen gehen wir zum Horst meditieren, dynamisch machen. Zwischendurch machen wir noch ein bisschen holotropes Atmen und Psychotherapie, ne? Das ist also so Patchwork-Spiritualität. Man macht nicht eins und das richtig, sondern man sucht sich überall das, wo man die größte Affinität hat. Finde ich völlig okay. Und evolutionärer Panentheismus ist dann die Einsicht, dass das, was dahinter ist, nämlich Geist, noch größer ist als nur diese Erde und das, was wir greifen können, dass das also noch weit darüber hinausgeht. Und in diesem evolutionär steckt drin, dass die behaupten ja alle, ihr sei
das Nonplusultra und so wird es immer bleiben. Ne? Und der evolutionäre Panentheismus sagt, okay, wenn sich schon so viel Spiritualität über die Entwicklungsebenen der Menschheit entwickelt hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir in 100, 200 Jahren vielleicht auch sagen, naja, was wir vor 200 Jahren über uns vorgestellt haben oder wahrgenommen haben, wie das, was hinter allem ist, wohl wäre. Das war auch ein recht kindlicher Glaube. Wir sind inzwischen weiter. Also die nehmen das gleich mit in ihren Namen hinein, dass sich auch spirituelle Ansichten entwickeln. Und ich kann das allein in meinem Leben sehen, wenn ich, also ich war ja selber Sannyasin, so also Osho-Anhänger in den 80ern bis Anfang 90ern und so, ne? Und wie sich also da diese New Age Spiritualität entwickelt hat, schon das sind Riesenschritte, dass man das nicht, also das ist eine exponentielle Entwicklung, also während zum Beispiel der Katholizismus noch recht langsamer ist und die Protestanten, die hier irgendwo dazwischen stehen, schon ein bisschen mehr Entwicklung zulassen, ne, gibt es hier, wird da Entwicklung und Dynamik zum Programm, also kann man an sich selbst gut beobachten. Machen wir weiter. Letztendlich gibt es also eine Gesamtentwicklung vom Tiefschlaf Gottes oder des Geistes als toter Materie über den Traumschlaf der niederen Organismen, die also die Umwelt wahrnehmen, aber noch nicht interpretieren können, den Wachzustand der Säugetiere, der beim Menschen erstmal bis zur Ich-Transzendenz gehen kann. Ich-Transzendenz ist zum Beispiel das, wo sich dann die Advaita-Meister immer Blumenketten um den Hals hängen und auf einen Thron setzen und sagen, hier, ich bin erleuchtet. Also die Erfahrung, ja, dass ich mehr bin als diese Körpergefühlsverstandesmaschine, ist natürlich ein großer Schritt, aber in meinen Augen noch längst nicht das Ende, dann die Transparenz, dass man fähig wird. Das haben Menschen zum Beispiel, die Medien, die medial veranlagt sind, auch ohne Meditation, dass man also fähig wird, auch im normalen Wachzustand die Welt dahinter wahrzunehmen, die Welt hinter der normalen Welt, bis dann zum Erwachen, was also die unmittelbare Erfahrung des reinen Bewusstseins ist, was in sich selbst ruht. Und non-duale Erleuchtung heißt da nichts anderes, als zu begreifen, aha, okay, das, was wir hier gerade als Formen wahrnehmen, ist letztendlich nichts anderes als Leerheit, die so tut, als ob sie etwas wäre. Also die Buddhisten sagen so schön, Inhalt ist Form, Form, nee, Inhalt ist Leere, Leere ist Form, genau. Okay, mach mal bitte weiter. Und das also als Gesamtevolution zu betrachten vom Urknall, ne, mit den wichtigsten Schritten als das, was dieses Universum will und wo wir letztendlich nichts anderes als Wassertropfen in einem Riesenfluss sind, der von der Quelle in den Ozean des reinen Bewusstseins fließt, was höchstwahrscheinlich dann eben die Endsingularität sein wird. Okay. Das ist mal ein bisschen künstlerisch dargestellt, also wie man, wie eigentlich das eine Bewusstsein sich selbst durch den Menschen wahrnimmt. Also ich habe den Pfeil draußen dran gemalt, der Alex Gray hat die linke Hälfte gemalt, aber ich weiß, der wäre einverstanden mit dieser Interpretation. Alex Gray kann ich nur empfehlen, die Bilder, der macht super tolle integrale Bilder. Aus integraler Sicht. So, jetzt sind wir wieder am Ende. Jetzt müsstet ihr über alles eine Ahnung haben. Das ist das gleiche Bild wie am Anfang. Ihr seht also hier die Quadranten als die vier Hauptperspektiven etwas zu betrachten. Genau genommen sind es 8 in den drei Zuständen, manifest, subtil, kausal. Ne? Kausal übrigens, Leere ist Leere ist Leere. Deshalb im Subtilen lösen sich die Quadranten schon auf. Also wer meditiert oder Drogen nimmt, hat solche Erfahrungen wie, dass die Ich-Du-Grenzen verschwimmen, die Körper-Geist-Grenzen verschwimmen, dass alles als einen Kontinuum wahrgenommen wird. Deshalb sind die hier nicht mehr durchgezeichnet und die Leerheit des reinen Geistes ist natürlich einfach nur leer und da kann kein Quadrant drin sein, weil sonst wäre es nicht leer. Da gibt es also keine Struktur mehr.
Deshalb also hier nehmen wir die Trennung in Ich, Du und in Geist und Körper deutlich wahr. Hier beginnt sie sich aufzulösen und hier ist es einfach kein Inhalt darüber zu reden. Das sind die Typen, das sind die drei Zustände, das sind die Entwicklungslinien. Auch im Subtilen gibt es Entwicklungslinien. Ich kann natürlich durch Trainings meine luzide Traumfähigkeit verbessern, durch Meditation bestimmte Sachen verbessern. Also im Subtilen, jetzt geht das Ding plötzlich. Ah, aber auch. Also im Subtilen gibt es Entwicklung, wogegen die Leerheit kann nur hervortreten, ne, wenn nichts drin ist. Also Leerheit, der individuelle Anteil an der Leerheit ist das Gewahrsein, der Zeuge, der alles einfach wahrnimmt, ohne es zu bewerten. Reines Gewahrsein ist das, was wir als individuellen Anteil an der Leerheit haben, durch die Leerheit sich selbst wahrnehmen kann. Ja, das habe ich jetzt eine Dimension vergessen. Nö, müssten alle sein. Typen, Zustände, Quadranten, Ebenen. Das sind die Typen, die Sternzeichen drauf. Ja, das ist meins, genau. Das ist meins. Ich habe einen Wilber, der schreibt immer so viel. Und weil ich eigentlich Maler werden wollte, mache ich viele Bilder. Und wenn ich dann reden muss, dann sind das sozusagen die Bildunterschriften dazu. Das ist genau, das ist nicht von Wilber, diese Abbildung, die ist von mir. Also ich versuche immer, das irgendwie grafisch umzusetzen, um das sinnlich besser erfahrbar zu machen. Gut, jetzt die individuelle Entwicklung, also das war jetzt erstmal das Grundsätzliche, wie lange habe ich denn jetzt geredet? Wie viel? Anderthalb Stunden, also ich könnte jetzt noch ein bisschen praktischer werden, also das ist jetzt das Grundmodell, Ebene, Quadranten, Linien, Zustände, Typen. Wenn ihr das begriffen habt, das gibt es auch auf 8 Seiten mit Abbildungen bei mir auf der Webseite, also wer das nochmal nachlesen will, Integrale Basics steht da irgendwo. Wenn man das begriffen hat, und das Spannende ist, wenn das erstmal drin ist, geht es automatisch, dass man immer fragt, auf welcher Ebene, welche Linie, welcher Quadrant, welcher Zustand etc. Das wird dann wie ein Automatismus und plötzlich kriegt diese Welt eine Logik, dass es sehr entspannt ist, darin zu leben. Also man wundert sich dann nicht mehr so über viele Sachen. Weil hier habe ich mal dargestellt, wie die individuelle und kollektive Entwicklung vonstatten geht. Also Wilber geht davon aus, so wie sich die Menschheit von der archaischen Urhorde über die magische Stammesgesellschaft, die heroische, hier ist noch magisch-mythisch, das ist der offizielle Name, aber ich habe irgendwann gedacht, nee, das soll ruhig einen eigenen Namen haben. Dann die mythische Ständegesellschaft, das rationale Denken und dann bis zum Pluralistischen entwickelt, was wir heute sehen können. Entwickelt sich auch das Individuum in den tiefen Strukturen. Also jedes Kind geht durch alle diese Ebenen durch. Also auch kleine Kinder glauben eben irgendwann, dass die Bäume die Wolken streicheln oder so, haben also magische Vorstellungen von der Welt. Bitte, lieber Gott, mach, dass die Vitamine im Pudding sind und nicht im Spinat oder so. Aber natürlich die Oberflächenstruktur ist völlig anders, weil sie leben ja in unserer Gesellschaft, die ja sehr rational geprägt ist und entwickeln damit ihr rationales Bewusstsein, ihr Vordergrundbewusstsein, ihr Ich, ihre Persona, ihr frontales Selbst, wie Wilber es nennt. Und die Seele tritt irgendwann in den Hintergrund. Also kleine Kinder, wenn man mit denen spricht, haben Zugang zu den subtilen Bereichen, die Naturvölker auch haben. Die sehen eben Naturgeister, die sehen eben Auren und bilden sich das nicht ein, genauso wie Indianer sich das auch nicht einbilden. Und je mehr wir uns mit der Außenwelt auseinandersetzen und einen
rationalen Verstand entwickeln, desto mehr entwickeln wir Verdrängungsschranken, dass wir das Subtile und Kausale nicht mehr sehen können. Also das Kausale können auch die Indianer nicht sehen, sonst hätten sie keine Spiritualität oder so. Das ist ja deren Versuch, sich auch damit wieder rückzuverbinden. Und ab dem pluralistischen Bewusstsein beginnt eine völlig neue Ebene, nämlich das pluralistische Bewusstsein beginnt, alles Vorherige zu integrieren. Erstmal die unteren Ebenen, also Multikulti und Psychotherapie, die eigene Kindheit zu integrieren. Das ist also pluralistisches Bewusstsein. Und damit kriegt es auch wieder Zugang zu seinen eigenen seelischen Fähigkeiten und dann irgendwann auch zum Zeugen. Ne? Also während es hier noch so eine Naturspiritualität gibt, aufgrund mangelnder Differenziertheit, wird es ab der pluralistischen Ebene, und vermutlich seid ihr mindestens alle pluralistisch, sonst würdet ihr hier nicht sitzen oder wärt schon längst weggegangen und hättet gesagt, was der Weinreich von Quatsch redet. Also insofern bin ich ziemlich sicher, dass das funktioniert. Und durch Meditation, und das ist, glaube ich, die wichtigste Grunderfahrung, die den meisten nicht mal bewusst ist, wenn man begreift, dass man seine Gedanken beobachten kann. Weil dadurch kommt ein Abstand zu den Gedanken und man begreift, aha, okay, Gedanken sind genauso Dinge wie meinetwegen da der Schrank oder da die Box sind. Ich bin nicht meine Gedanken. Wer bin ich dann, wenn ich jenseits der Gedanken bin? Das ist, glaube ich, der Hauptschritt vom rationalen Bewusstsein, was noch völlig mit den Gedanken identifiziert ist, zur ersten transrationalen Ebene, nämlich zum pluralistischen Denken. Genau, mach mal bitte weiter. Das war jetzt eine Entwicklungslinie über die Zeit. Wenn wir nur einen einzelnen Punkt nehmen, haben wir natürlich immer nur einen gewissen Ausschnitt. Also das ist jetzt eine Person im mythischen Bewusstsein, die schon ein bisschen was aus dem rationalen Bewusstsein wahrnehmen kann. Und wo aber die Vergangenheit weitgehend im Schatten ist, die sich nicht an ihre Kindheitstraumata und so weiter erinnert. Und alles, was darüber ist, kann sie noch nicht begreifen, weil es zu schwierig ist. Um das nochmal deutlich zu machen, genau, die Entwicklung von Ebene zu Ebene ist ein erstmal identifizieren, differenzieren, transzendieren und dann wieder integrieren. Ein Beispiel: ein kleines Baby liegt im Kinderwagen. Die Mama kommt nach Hause, knuddelt es, lacht es an und erzählt von ihrer Arbeit. Das Kind hat ein sensomotorisches Selbst, also Baby halbes Jahr oder so. Das ist also das Knuddeln, ist genau die Kommunikation auf seiner Ebene. Das Lachen ist die nächsthöhere Ebene, das versteht es, weil das ist Gefühl. Das ist die nächsthöhere Ebene vom Körper selbst, vom sensomotorischen Selbst zum emotionalen Selbst. Das, was die Mutter erzählt, was irgendwo da rational ist, ist für das Kind ein zukünftiges Unbewusstes. Da hat es überhaupt, es hört dann nur Klänge und weiß nichts damit anzufangen. Ne? Und ich bin erstmal völlig undifferenziert, dann fange ich als Baby an und merke, dass es Dinge gibt, die mir wehtun und Dinge, die, wenn ich auf die einwirke, keine Wirkung haben. Dadurch werde ich ein Körper und bekomme eine Umwelt. Das heißt, ich fange an, mich von der Umwelt zu differenzieren. Erstmal als Körper-Ich, als sensomotorisches Ich. Dann fange ich an, mich mit meinen Gefühlen zu identifizieren. Werde also ein emotionales Selbst, was einen Körper und eine Umwelt hat. Dann als auf der nächsten Ebene, das wäre dann hier, fange ich an, mich mit meinem Selbstkonzept. Aha, ich bin Wolf Mirko, bin Junge, 3 Jahre oder 5 Jahre, 5 Jahre alt und so weiter zu identifizieren. Das Gefühle und einen Körper hat, und so geht es immer weiter, dass ich mich auf jeder neuen Ebene mit den nächsten kognitiven Fähigkeiten identifiziere und alles andere zum Objekt wird, was dann ich habe. Vorher war ich es, ich war mein Körper, ich war meine Gefühle, ich war mein Selbstkonzept, und später bin ich mein Selbstkonzept, was Gefühle, Körper und Umwelt hat. Ja? So, nochmal die Dings dahinter. So, und in den Quadranten sehen wir natürlich auch immer nur Ausschnitte, ganz klar. Das also meistens hier in der
So, also das war schon eins weiter. Okay, wollte ich nur sagen, dass wir immer nur einen Ausschnitt haben. Jetzt mal, was man so praktisch machen kann. Man kann natürlich in die Ebenen so unsere Parteien wunderbar einordnen. Es geht gar nicht darum, wer links oder rechts ist, sondern wer oben und wer unten ist. Und zwar jede Partei, jede Ebene hat eine andere Zielgruppe. Ja? Und Grüne und Linke waren zum Beispiel mal eine Weile auch pluralistisch. Grüne in der Anfangszeit, inzwischen sind sie eine neoliberale, rein rationale Partei, sind also runtergerutscht etc. Es ist auch spannend zum Beispiel, wenn die rationale Ebene versucht, Völkern, die auf der keine Ebene kann übersprungen werden, egal ob in der individuellen Entwicklung oder in der praktischen Entwicklung, dass dieses ganze Nation-Building und der Demokratieexport in Gesellschaften, zum Beispiel Afghanistan, was irgendwo auf heroisch steht, nicht funktionieren kann, weil die müssen erst mal durchs Mythische und so noch durch, beziehungsweise teilweise sind es ja noch Stämme, die erst mal geeint werden müssen. Ne? Das ist jemand, der integral denkt, dem ist das völlig klar. Alle Stämme, wenn wir unsere Vergangenheit in Deutschland anschauen, zum Beispiel oder in Europa, sind irgendwann durch starke Männer geeint worden. Und diese Könige und Kaiser, die waren nicht nett. Die waren nicht besser als Saddam Hussein oder wie ist der in Gaddafi in Libyen oder so. Ne? Die haben einfach mit Macht ein Volk zu einer Nation verschweißt. Und wenn wir in diese, weil wir die Völker vor den Diktatoren retten wollen, in diese Länder gehen und glauben, wir könnten eine westliche Demokratie exportieren, dann muss das schiefgehen, weil die sind irgendwo da unten. Eine mythische Gesellschaft, der könnten wir zum nächsten Schritt verhelfen auf eine rationale Ebene, aber keinen Gesellschaften, die hier unten sind. Es ist also, es muss schiefgehen. Das ist völlig klar, wenn man sich das integral betrachtet. Ne? Da wundert man sich überhaupt nicht mehr. Hm. Mach mal ruhig weiter. Hier wird nochmal klar, welche verschiedenen Bereiche es gibt, dass wir also einen Körper, eine Psyche, Kultur und Systeme haben. Wir haben auch einen subtilen Ätherkörper, ein subtiles Bewusstsein, nämlich die Seele, ein kollektives Bewusstsein, die Gruppenseele und subtile Systeme. Mach mal bitte weiter. Und dann sehen wir hier, wie verschiedene Interventionsmöglichkeiten in diesen verschiedenen Bereichen wirken. Hier müsste Bildung noch mit rein, ne, hier Politik und Wirtschaft, Medizin, Psychotherapie. Aber wenn die Medizin zum Beispiel behauptet, dass Akupunktur oder, wer ist denn die Kügelchen, Globuli, Homöopathie nicht wirkt, natürlich wirkt die nicht in diesem Bereich, die wirkt in diesem Bereich. Klar, und das können die nicht sehen mit ihren Methoden. Also das ist wieder mal eine Anmaßung, über Bereiche zu sprechen, wo sie keine Ahnung haben. Auch die Psychotherapie ist dazu da, die normale klassische Psychotherapie ist dazu da, mich im Tagesbewusstsein funktionsfähig zu machen und leidfrei, schmerzfrei. Das sind die beiden Hauptaufgaben, die ein Psychotherapeut normalerweise hat. Er ist zum Beispiel nicht dafür verantwortlich, dass der Mensch eine spirituelle Anbindung hat oder so. Ich persönlich halte die für unendlich wichtig, weil Logotherapie, Viktor Frankl, hat halt nachgewiesen, Leute, die das KZ überlebt haben, haben es überlebt, weil sie eine spirituelle Anbindung hatten. Ich behaupte auch Menschen, die wirklich... Und wenn es nur ahnungsweise ist, man muss nicht diese Wilbersche Theorie kennen oder so, dass sie die Schaumkrone auf einer Welle auf einem Ozean sind, dass sie nicht abgetrennt vom Ozean sind, sondern sich begreifen als gegründet auf etwas Tieferem, dass die eine wesentlich größere Resilienz haben, zum Beispiel Traumata zu überstehen und Ähnliches, ne? wie der Faschismus eins war. Mhm. Genau, hier einfach nur noch mal die grundsätzliche Entwicklung ist einmal eine Individuation aus dem Undifferenzierten zum reifen Ich und dann eine Ich-Transzendenz, die halt transpersonal ist. Machen wir weiter. Wir rennen jetzt hier. Spannend ist auch zu begreifen, dass die Seele, wie heißt das?
Demenz anders zu beurteilen. Man kann natürlich durch Meditation die Seele in den Vordergrund bringen und unser rationaler Verstand, unsere Persona tritt in den Hintergrund. Im Alter geschieht es oftmals aber auch durch physiologischen Abbau des Gehirns. Und das, man nennt es Demenz. Witzigerweise, wenn man ein bisschen Demente beobachtet, selbst Hardcore-Materialisten werden plötzlich spirituell. Das heißt, dadurch, dass das rationale Gehirn, was vorher den ganzen Zugang zum Spirituellen verhindert hat, dadurch, dass das physiologisch, altersmäßig abbaut, kriegen die plötzlich Zugang zu subtilen und kausalen Phänomenen. Also man kann auch Demenz durchaus positiv betrachten unter diesem Aspekt, dass Spiritualität was Positives ist. Bitte mach mal weiter. Durchgezogene Pfeil heißt, ist erlebbar, ne? Das ist das, was erlebt wird, und das andere ist das, was im Unbewussten ist, genau. Überhaupt die Definition psychischer Krankheiten: Ein Mensch ist psychisch gesund, wenn er sich mit seiner Hauptselbstlinie und den verschiedenen Nebenselbstlinien ungefähr im Durchschnitt der Gesellschaft befindet. Also unsere Gesellschaft hat ein Durchschnittsbewusstsein, also da gibt es Studien zu. Die Spiral Dynamics-Leute haben zum Beispiel weltweit 60.000 Leute untersucht, was eine richtig große Stichprobe ist oder so. Zwischen rational und mythisch. Ich sage immer, der Manager in Frankfurt und der Bauer in Niederbayern. Und hier oben haben wir dann eben die kulturellen Kreativen, hier ein paar Integrale, hier Menschen, die ja geistig eher schlicht sind. Wir haben das vorhin ja schon in der Bevölkerungspyramide gesehen, wo die verschiedenen Anteile der Bevölkerung grob gerastert waren, welche Mengen sie ausnehmen. Ist natürlich klar, in der Stammesgesellschaft zum Beispiel gibt es nur zwei Bewusstseinsebenen, ne? Archaisch und magisch, also in der indigenen Stammesgesellschaft. Die können also spirituell total weit entwickelt sein, weil sie eben noch einen sehr guten Zugang zum Subtilen haben, haben aber keine Ahnung von Demokratie, Menschenrechten, Mathematik etc., also dem, was über die Entwicklung der Bewusstseinsebenen sich an manifestem Bewusstsein aufbaut. Machen wir weiter. Wir nennen Menschen krank, die sich mit ihrer Ich-Entwicklung auf einer Ebene definieren, die deutlich unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt liegt. Also ein Mensch, der sich selber mit so einer niedrigen Bewusstseinsebene definiert, der ist zum Beispiel total impulsiv und ähnliches. In einer Stammesgesellschaft, wo sehr viel über Gefühle läuft, würde der überhaupt nicht auffallen. Aber in unserer Gesellschaft sagen wir halt Borderliner dazu und sagen, der muss eine Therapie machen. Das heißt aber nicht, dass er einzelne Entwicklungslinien haben kann, die sehr weit entwickelt sind, zum Beispiel hochmusikalisch ist oder ähnliches, ne? Gut, machen wir weiter. Hier auch deutlich, wie so ein Kreislauf durch die Quadranten mit den Ursachen für psychische Krankheiten ist. Man kann überall den Start- und Stopppunkt machen. Man kann also beim Arbeitsplatzverlust anfangen, der zu Alkoholmissbrauch führt, was zu Selbstwertproblemen führt, was zu einer Beziehungskrise führt, oder man kann bei der Beziehungskrise anfangen und so rumgehen oder hier. Also es ist, da wird dann wirklich klar, wie systemisch die Sachen durch die Quadranten zusammenhängen, und dass es eigentlich von daher man jede psychische Störung immer im gesamten System betrachten muss, in allen Quadranten und nicht nur links oben. Ne? Ach, man kann dann auch die verschiedenen Psychotherapieformen wenden sich meistens an einen bestimmten Bereich innerhalb der acht Perspektiven. Ich habe hier nur mal so ein paar Beispiele eingefügt, um mal so eine Idee zu haben. Und jede Psychotherapieform glaubt natürlich, sie wäre die einzig richtige und begreift nicht, dass sie eigentlich nur von den acht möglichen Perspektiven eine Perspektive behandelt. Es gibt natürlich auch einzelne Psychotherapieformen, die mehrere Perspektiven gleichzeitig abdecken.
Das war, das zeigt mal, das ist die, die Evaluation einer Klinik, wo ich geguckt habe, was sie, auf welchen Ebenen sind die Klienten, die sie bekommen, was bieten die an in den verschiedenen Quadranten und auf welchen Ebenen. Also man kann damit zum Beispiel ganz klar eine Klinik evaluieren und schauen, ihr habt Leute auf den und den Ebenen mit den und den Störungen, was braucht ihr alles, um wirklich alle Bereiche abzudecken? Das ist, also da wird es dann richtig praktisch wissenschaftlich nutzbar. Mhm. Wie verschiedene psychoaktive Substanzen wirken. Wir haben die Tranquilizer und die Stimulantien. Das sind beides Substanzgruppen, die auf das Dopaminsystem wirken. Also Stimulantien am bekanntesten sind Kokain und Methamphetamin und Amphetamin. Nikotin gehört auch dazu, Koffein und die Tranquilizer, Alkohol, Heroin, Opium, die wirken alle aufs Dopaminsystem. Die einen wirken aufputschend, die anderen wirken beruhigend, machen alle süchtig und erreichen innerhalb der, des integralen Modells diese Sachen. Also man kann genau zum Beispiel schreiben, welche Droge welchen Bereich öffnet. Ich bin Suchttherapeut und habe viele Jahre auf Festivals psychedelische Ambulanz gemacht. Also ich habe wirklich genügend gesehen und mich da auch sehr praktisch mit auseinandergesetzt. Dass ich dazu was sagen kann. Und Psychedelika zum Beispiel wirken auf Serotoninsystem und öffnen Bereiche des Subtilen und Kausalen. Es gibt also 5 große Wege zur Entwicklung über die Zustände, das sind einmal spirituelle Praxis, bewusster Sex, kritische Lebensereignisse, vor allem Nahtoderfahrungen, luzides Träumen und Psychedelika. Letztes geht am schnellsten, ist aber verboten. Bewusster Sex braucht viel Übung, luzides Träumen braucht Talent. Meditation braucht viel Zeit, also jede dieser Wege hat seine Vor- und Nachteile, muss man immer selber gucken, was man am akzeptabelsten hält, um hinter den Vorhang zu schauen. Man kann damit auch beschreiben, wie zum Beispiel jede Ebene, Raum und Zeit unterschiedlich wahrnimmt. In der Kunst können wir zum Beispiel sehen, dass das mythische Bewusstsein im alten zum Beispiel noch keine Perspektive kennt. Also wenn wir uns die Kunst anschauen aus Ägypten und so, das ist immer flächig, ne? Die neben Zeit zirkulär war im Jahreskreis und auch das nochmal in großen Kreisen, am bekanntesten ist der Maya-Kalender, der ja in Riesenzyklen arbeitet und so weiter, ne? Wogegen dann rational zum Beispiel eine lineare Zeit hat und eine dreidimensionale Perspektive kennt und so weiter. Also auch da kann man sehr genau beschreiben, wie, also da gibt es auch alles extra Vorträge von mir zu diesen einzelnen Themen, die stehen teilweise auf meiner Webseite oder bei YouTube, wenn ich mal wieder gefilmt wurde, was ich immer schrecklich finde, weil ich mich so oft verspreche. Einfach nur, um zu zeigen, dass man da spannende Sachen mitmachen kann. Die Prä-Trans-Verwechslung ist noch eine ganz spannende Sache. Die erleben wir gerade auch bei Corona extrem. Also wenn es gibt 2 Gruppen, die sich gegen die Rationalen, die gerade die herrschende Meinung vertreten, sind ja sehr auf den rechten oberen Quadranten, sprich das Virus mit seiner Wirkung auf den Körper orientiert. Am meisten aus menschlichen Gründen wehren sich die pluralistische Ebene dagegen und natürlich auch die niedrigeren Ebenen, teilweise aus anderen Gründen. Hier hat man dann also auch die Reichsbürger und Neonazis und Ähnliches drin, die dann eben von den Mainstream-Medien alle in einen Topf geschmissen werden. Das ist eine typische Prä-Trans-Verwechslung, ne? Also das sind dann alles
rechtsradikale Esoteriker oder so, nur weil es ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ob man eine pluralistische Spiritualität hat, die sich aus schamanischen, hinduistischen, buddhistischen und sonst was Elementen zusammensetzt, oder ob man zum Beispiel einen germanischen Wicca-Kult macht oder so, ne? Und die haben tatsächlich auch von der Bewusstseinsebene natürlich Schnittflächen mit Neonazis. Das ist überhaupt nicht außer Frage. Aber das wird natürlich der Gruppe hier oben überhaupt nicht gerecht. Ja, also auch solche Unterschiede sehen zu können, wie da in der... Und die Prä-Trans-Verwechslung ist, in der spirituellen Szene gibt es bis heute... Wobei es deutlich nachlässt, in den 70er, 80er Jahren war das doch viel schlimmer, die Tendenz, weil es keine wirkliche transrationale Spiritualität gab, also auch keine Erklärungsmodelle, dass man von früheren Ebenen nicht nur die Methoden übernommen hat, sondern auch die Erklärungsmodelle. Also ich bin Mathematiker an der Uni und mache bei einem Schamanen... drei Schwitzhütten und erzähle dann, dass die Erde auf einer Schildkröte eine Scheibe ist, die auf einer Schildkröte ist, die wieder auf einer Schildkröte ist. Das natürlich alles nur im subtilen Raum. Natürlich weiß ich als Mathematiker, ich bin ja mit dem Flugzeug nach Amerika geflogen, dass das die Erde rund ist. Aber da kommt es einfach zu kognitiven Dissonanzen. Man kann aus den frühen Ebenen, die ja von Trance-Techniken bis über Meditationstechniken viele tolle Techniken entwickelt haben, kann man sehr gut mitarbeiten. Aber man muss schauen, dass man transrationale und nicht prärationale Erklärungsmodelle für das findet, was man erlebt hat. Und wir haben ja vorhin an der Wilber-Combs-Matrix gesehen, wenn der Schamane meinetwegen Naturgeister wahrnimmt, dann nimmt jemand auf der mythischen Ebene vielleicht Engel wahr und jemand auf einer pluralistischen Ebene nimmt dann eben personalisierte, formlose Bewusstseinsfelder wahr. Und es reicht. Man muss sich nicht bemühen, diese dann in eine Engelform oder in eine Naturgeisterform zu quetschen. Um das mal zu sagen. Ne? Und in den 70er, 80er Jahren gab es halt solche Sachen wie Fritz Perls, der gesagt hat, lose your mind and come to your sense. Oder bei Osho stand draußen dran, Verstand und Schuhe draußen lassen vor der Buddha-Halle. Ne? Ich persönlich finde es super, dass wir diesen Verstand haben, den wir haben. Und wir sollten ihn benutzen, aber wir sollten ihn eben als Diener nutzen. Und es geht aber nicht darum, gegen den Verstand zu arbeiten. Und das ist so ein typisches Beispiel von regressiver Spiritualität, die dann sagen, ja, das ist alles Quatsch, was euer Gehirn denkt. Und ihr müsst nur noch fühlen und sensitiv sein und so weiter. Nein, wenn man denken kann, dann ist es, also wenn alles, was ist, Gott ist, dann ist auch der Verstand göttlich. Und dann gibt es keinen Grund, einen Kampf gegen das Ego oder gegen den eigenen Verstand zu führen. Das ist eine Ich-Transzendenz zu begreifen, dass man mehr ist als sein Verstand und sein Ego, ist was völlig anders. Es hat nichts mit dem Zertrümmern des Egos zu tun, überhaupt nicht. Das Ego ist super toll. Ohne Ego würde ich keine Steuererklärung hinkriegen. Ohne Ego würde ich auch heute nicht hier stehen. Also weil... alles, was Struktur hat und Form und so, ist, dafür braucht es den Verstand und das Ego. Einfach nur ein Beispiel, dass also mit jedem Durchgang der Inkarnation des einen Bewusstseins dieses schneller durch die Ebenen geht. Das ist also spannend. In der heutigen Jugend kriege ich manchmal Leute mit, wo ich denke, ich weiß, ich war in meiner Jugend wirklich einer der hellsten Köpfe. Und da steht so ein 20-Jähriger und erzählt mir Sachen. Und ich denke, ey, Alter, wo hast denn du das her? Da muss ich von unten nach oben schauen. Es gibt natürlich auch, und das ist die Spreizung innerhalb der Menschheit, natürlich auch Jugendliche, die wirklich sehr, sehr dumm oder ungebildet sind und sehr, ja, einfach nur am Handy hängt und spielt, aber es gibt immer wieder auch Leute, wo ich nur sage, wow, dass diese Akzeleration des Bewusstseins ist definitiv eine Sache, die man nicht alleine psychologisch
erklären kann, sondern wo es definitiv eine spirituelle Erklärung braucht, dass eben sich das eine Bewusstsein immer wieder verkörpert und damit auch immer schneller wächst. Ja, die Möglichkeit, noch Raum- und Zeitreisen zu machen, indem man eben im manifesten Bewusstsein geht das nicht, aber in dem Moment, wo ich in den Geist gehe, ist das möglich. Also ich habe mal eine Past-Life-Erfahrung gehabt, da war ich mit der Realitätsanmutung, mit der wir hier jetzt sind, irgendwo im 11. Jahrhundert in Spanien. Das hat mich so weggewuscht. Das geht natürlich auch nur, wenn man über Subtile oder Kausale reist und nicht im manifesten Raum. Wie bist du da reingekommen? Ich habe eine Frau kennengelernt, wusste sofort, das ist deine Frau. Die war viel älter, ich war Anfang 20, hatte 4 Kinder und die war Mitte 30 oder so. Und ich dachte, und ich wusste 100%, ich war ziemlich schüchtern, aber habe gesagt, du bist meine Frau. Und weil das war so. Und dann hat die mich irgendwann, als wir Sex miteinander hatten, mit dem alten Namen angeredet, Dominik aus dem Leben. Und das war, hat mich voll dahin geschossen. Also keine Drogen, nix, sondern Sex. Also sowas, ja, sowas kann passieren. Und dadurch, das war eine der ersten, der Initialzündungen, überhaupt spirituell zu werden. Also in dem Moment war für mich, ich weiß bis heute nicht, wie Reinkarnation funktioniert. Aber dass es funktioniert. Und sie wusste selber nicht, wo der Name herkommt. Sie war hinterher völlig gebrettert, dass sie plötzlich mich mit diesem Namen angesprochen hat. Und ja, so. Nochmal, ja, man kann Spiritualität dann auch unter diesen Aspekten, also Psychologie und Spiritualität sind halt meine Steckenpferde. Es gibt auch Leute, die euch jetzt unendlich viel über Wirtschaftsleben, das ist Rolf Lutterbeck oder so, der würde jetzt stundenlang über Wirtschaftsorganisationen anhand des integralen Modells reden, wie man Firmen verbessern kann, weil es ein inhaltsleeres Modell ist, kann man es auf alles anwenden. Hier habe ich also einfach mal verschiedene also Spiritualität in den verschiedenen Quadranten betrachtet. Könnt ihr lesen, muss ich nicht vorlesen. Nickt, wenn ihr fertig seid, dass ich das nächste machen kann. Okay? Ach so. Genau, und jetzt hier praktische Beispiele für das individuelle Bewusstsein, zum Beispiel Meditation, für den Körper Askese, Fasten, Eremitentum, Tai Chi, Tanz, Pilgerreise ist in den letzten Jahren eine wichtige Technik geworden, um spirituelle Erfahrungen zu machen. Die Inder haben für alles auch eigene Namen, Jnana-Yoga, Hatha-Yoga, Karma-Yoga und Bhakti-Yoga. Also links unten hätten wir kollektive Rituale, und zwar vom Inhalt her, nicht der äußere Vollzug, Ekstase, Opfer, Mantren, Gebeten, Verkündigung, Religionsunterricht ist auch eine Form, Kultur, spirituelle Kultur weiterzugeben, und Karma-Yoga, also Dienst am Nächsten, heilen und helfen, Ehe, Kinder, Gemeinschaft, das wäre im rechten unteren Quadranten. Man kann also Spiritualität dann auch sehr gut darin betrachten. Ich glaube, das ist jetzt, das hatten wir auf dem schönen Bild mit dem Netzwerk, da lasse ich es jetzt mal bleiben, ich habe euch genügend zugelabert. Hier also integralepsychotherapie.de, und dort im Download-Bereich gibt es zu verschiedenen Themen jeweils PDFs, die man sich runterladen kann, die meisten auch mit vielen Abbildungen. Psychotherapie in Leipzig, wie gesagt, ich bin im Moment faul. Ich habe zu meinem 60. Geburtstag ein bedingungsloses Grundeinkommen geschenkt bekommen, mit der Auflage, mal wieder was zu schreiben. Deshalb nehme ich im Moment keine neuen Klienten an, sondern mache stattdessen solche Vorträge. Und ab und an betätige ich mich auch als DJ. Genau. Damit würde ich es mal stehen lassen und euch nicht weiter zu texten. Dankeschön. Okay.